Schönen guten Abend, hier sind wir wieder, Martin und Sigrid. Und wir freuen uns, heute diesen Abend wieder mit euch gemeinsam verbringen zu können. Yes. Wir sind gespannt, wir haben gebetet, der Herr hat uns wieder einiges aufs Herz gelegt. Es ist zum Aufbauen und es ist auch ein bisschen kontrovers. Genau. Das mögen wir gerne, sowas. Wir haben einiges, was wir im Gebet in dieser Woche empfangen haben. Und wir wollen euch das nahe bringen, zum einen, damit es euch ermutigt und zum anderen, dass es euch wirklich nochmal neue Sachen eröffnet, dass ihr drüber nachdenken könnt, darüber beten könnt, das abwägen könnt in eurem Geist und einfach auch im Glauben weiterkommt. Martin, Amen. Dein Thema heißt heute Abend? Der angepasste, schweigende Christ. Was ein Thema, der angepasste, schweigende Christ. Auber, ja. So, und mein Thema heißt, habe ich dich richtig oder habe ich richtig gehört, Herr? Bei mir geht es heute Abend um das Hören. Mhm. Und manchmal sagt man ja so beiläufig, hast du schon gehört? Oder ich habe gehört, das. Und jetzt frage ich dich mal, Martin, ich habe gehört von Tanjas Armenspeisung. Was ist das eigentlich? Wir haben vor Wochen davon gesprochen, die vor Wochen schon hier mit uns in den Abendgottesdiensten waren, die kennen das noch oder so. Aber berichte uns doch mal, ich habe so einiges gehört und habe auch gehört, dass es der Tanja im Moment nicht so ganz gut geht. Erklär uns das mal. Okay, also. Etliche von euch dürften schon mitbekommen haben, dass wir vor sieben Wochen damit begonnen haben, Geld zu sammeln für ein Armenspeisungsprojekt in Südafrika, in Johannesburg. Ja. Und dort ist es so, dass eine Bekannte von uns, mit der wir zusammenarbeiten und so weiter in Südafrika, einfach angefangen hat, weil Leute an ihrer Haustür gebettelt haben wegen dem Lockdown, denen was zu essen zu geben. Und dann irgendwann waren ihre Vorräte alle, dann haben sie was gekauft und haben es den Leuten gegeben und das entwickelte sich weiter und weiter und irgendwann waren ihre kompletten Ersparnisse verbraucht. Ja. Und hatte sie so einfach mal gefragt, so ein bisschen, hier, wer kann mal ein paar Euro geben? Genau. Und daraufhin haben wir ein Projekt gestartet, privat, hat nichts mit Gottes Haus zu tun, weil von Gottes Haus dürfen wir kein Geld ins Ausland transferieren. Das entspricht nicht unserer Satzung. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, wer ein bisschen was geben will, der ist also herzlich eingeladen, dort dieses Projekt mit zu unterstützen. Und das haben wir über GoFundMe gemacht. Das ist eine Spendenseite, wo also einfach so Projekte sind. Der eine oder andere kennt das vielleicht, wenn, sagen wir mal, irgendwo eine Operation ist von irgendeinem Kind, wo die sagen, hier, wir brauchen Geld dafür oder so. Ja. Dann finden sich einfach Leute zusammen und sagen, okay, wir unterstützen das. Also verschiedene Projekte. Also, da gibt es tausende von Projekten. Und wie gesagt, wir haben das eben mit dieser Armenspeisung angefangen, weil wir gedacht haben, das ist eine wirklich gute Sache. Da kam auch richtig was zusammen. Ich glaube, inzwischen deutlich über 3.000 Euro. Einige Leute haben aber auch gesagt, nein, ich möchte das lieber direkt spenden. Das geht am besten über PayPal. Das ist die weitaus billigste und schnellste Möglichkeit. Andere haben gesagt, nee, das ist mir alles nichts. Ich möchte das überweisen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein Konto dafür, dass wir das dann von uns aus dann über PayPal weitergeben können. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben diese Arbeit zu unterstützen. Und gerade heute wollten wir das nochmal ansagen. Ja. Das ist also so, dass die Tanja, wie gesagt, eine Privatperson, die inzwischen einfach, das ist gewachsen und gewachsen, das sind inzwischen mehrere hundert Leute, die da gespeist werden. Und die haben beispielsweise beim letzten Mal Lebensmittel geordert, 3,5 Tonnen. Ja. 3,5 Tonnen. Und, Martin, was für Lebensmittel sind das? Ja, das ist einfach das, was man so braucht. Vor allem, Maismehl? Nee, gleich. Das sind Früchte, Gemüse und sowas natürlich. Was man da unten nicht hat, das ist Brot. Sondern tatsächlich, das ist Maismehl, das wird eben angedickt und das ist dann so wie... So eine Art Brei oder wie wir vielleicht unser Müsli. Nee, das auch ist nicht? Mehr wie so ein Kartoffelbrei, aber sehr viel dicker und sehr nahrhaft. Ja. Und das machen die dann normalerweise, rollen die das so mit den Fingern und machen mit da so einen Gemüse Dip da irgendwie. Soßen.
Genau. Ja. Und sowas. So 5-Kilo-Säcke. Mhm. Und genau, also da ist richtig was los. Und jetzt gestern hat sie sich die Hand gebrochen. Ja. Ich hatte davon gehört, dass die Tanja wirklich das nicht mehr alleine bewältigen konnte. Ja. Dass einfach die Not so groß ist dort unten in Südafrika. Da ist nicht die soziale Versorgung wie bei uns hier gesichert. Und die Leute kamen über 6 Stunden gelaufen zu ihr und haben gehört. Und man hat das untereinander weitergesagt. Und man hat gesagt, ich habe gehört, bei euch gibt es was zu essen. Und so hat sich das weiter rumgesprochen. Und wir haben dann das Geld runtergeschickt. Und dann wurde es aber so viel, dass das auch ein bisschen für die Tanja schwierig wurde. Ja, ja, die sind dann mit einer Gemeinde zusammengegangen, genau, in der Nähe, der Baptistengemeinde, die da ihre Räumlichkeiten gibt und so weiter, ja, und freiwillige Helfer, jede Menge. Das ist also inzwischen, genau, eine richtige große Sache. Und auf unserer Webseite wirst du in einer Stunde oder so, ja, schalten wir was frei, da sieht man das auch mit ein paar Bildern, wie das ist. Da sind, ja, auch die Spendenmöglichkeiten. Wie gesagt, du kriegst keine Spendenbescheinigung von uns dafür, weil das ein rein privates, ja, Projekt ist. Das geht nicht über, ja, Gottes Haus. Und bitte nicht auf die Gottes Haus Spendenseite oder auf das Spendenkonto von Gottes Haus. Bitte nicht eine Spende dort hinschicken. Das macht uns echt Mühe. Das ist von der Buchung ist das sehr, sehr, ja, schwierig, und von der Finanzverwaltung ist es schwierig. Also bitte auf das Konto, was wir da angegeben, genau, haben. Und ja, da ist auch der Link zu der Facebook-Seite von der Tanja, da kann man, ja, noch mehr Informationen sehen und sich ein paar Videos angucken. Also wer da Lust oder ein Herz für hat, einfach diese, ja, Armenspeisung da unten, genau, zu unterstützen, wirklich, es ist es erschreckend, ist was da ist. Die sagen, mhm, da sind Leute, die haben da 10 Tage nichts gegessen, ja? Ja, und die kommen dann dahin, also eingefallene Wangen und so weiter. Die hat gesagt, es hätte nie gedacht, dass sowas möglich ist. Aber es ist eben, wie es ist, und das wird auch weiterlaufen noch einige Zeit. Und, mhm, es ist schön, wir haben kleine Spenden gekriegt von 5 Euro, ja, wir haben große Spenden gekriegt. Heute hat jemand 500 Euro überwiesen, das ist super, das ist, ja, grandios. Und das ist von der Währung her, da unten sind das richtige große, ja, Beträge. Das stimmt. Damit kannst du Dutzende, das von stimmt, Familien, also 1, 2, 3 Wochen mit ernähren. Das ist wirklich, ja, grandios. Und von daher einfach die herzliche Einladung. Guck auf der Webseite, da hast du die weiteren Infos. Und viele Bilder, die wirklich für sich sprechen. Ein paar Als Bilder. Ich die Bilder gesehen habe, das ist wirklich sehr berührend. Also wir können uns das hier bei uns in unserem Land nicht vorstellen. Wir haben gedacht, dass wir Krise erleben, dass kein Toilettenpapier mehr zu kaufen war. Aber die Menschen, die dort in Not sind, sie haben nichts zu essen. Die sind wirklich in Not. Und sie haben große Familien, sie, ja, haben Kinder dabei. In Südafrika ist Winter. Ja. Da sind jetzt teilweise um die 0 Grad, ne? Genau. Ja, das ist nicht wie, wir stellen uns vor, Südafrika ist immer heiß und immer Sonne. Das ist auch nicht so. Das ist genau umgedreht. Dass, genau, jetzt dort richtig Winter ist. Also herzliche Einladung. Genau. Tanjas Armenspeisung in Südafrika. Ja. So. Gut. Und dann möchten wir jetzt gleich nochmal beten mit euch gemeinsam, ja, dass wir uns im Gebet eins machen. Wir haben Nachrichten bekommen, dass es in, wie sollen wir sagen, in manchen Leiterpositionen heftige Angriffe gibt, ja, dass die Leiter durch Unfälle oder durch Krankheit wirklich in heftige Bedrängnis gekommen sind. Also nicht etwa nur, naja, ich habe mir mal das Knie verletzt oder so, wobei das auch schon schlimm sein kann. Aber wir möchten euch herzlich bitten. Warte mal. Ja. Das hatte die Tanja mir heute erzählt. Die hatte gesagt, da mit dieser Organisation, also wie, mhm, die das jetzt aufgebaut haben mit dieser Armenspeisung, wie gesagt, die hat sich die Hand gebrochen. Die Leiterin hat sich den Rücken 4-mal gebrochen. Und ein weiterer leitender Mitarbeiter hat einen Unfall gehabt und hat sich die Rippen gebrochen. 6 Rippen oder was. Also auch da, mhm, läuft Attacke. Ja, und hier in Deutschland. Auch, ja, aktuell, lass uns beten für Christoph Häselbart. Der hatte, ja, einen sehr schweren Fahrradunfall und ist momentan im Krankenhaus und wird untersucht und es sieht nicht so toll aus. Also es ist gut, ja, wenn wir da im Gebet wirklich für einstehen. Ja, gerade weil Christoph und Uta Häselbart haben sehr, über viele, viele Jahre haben sie unserem Land gedient. Ja.
gerade in dem Reich Gottes gedient mit Heilungsseminaren. Sie haben wirklich Wunder über Wunder erlebt. Und ich empfinde das als eine sehr heftige Attacke, gegen diesen Dienst, gegen Christoph persönlich, ja, auch gegen Deutschland, Uta, auch gegen das Reich Gottes, gegen das, was Sie eigentlich als Fackel in unserem Land hochgehalten haben. So, und auch von den anderen Leitern, von denen wir gehört haben, dass sie eben mit Krankheiten wirklich geschwächt sind. Lasst uns jetzt hier zusammenstehen und da im Gebet einschreiten, dass wir die Mächte der Bosheit zurückweisen und dass wir diesen Heilungsstrom Gottes freisetzen. Amen. Ja? Okay, dann wollen wir das jetzt tun. Yes. Betet mit uns gemeinsam. Warte noch. Wenn du selbst jetzt mit Schmerzen und mit Krankheit konfrontiert bist, egal ob es psychisch ist, in deinem Geist attackiert bist, in deinem Körper attackiert bist, egal in welchem Bereich, stell dich auf das Verheißungswort Gottes, empfange das jetzt, was wir beten, genauso als dein Gebet. I receive. Und empfang das, nimm das für dich und sag, Herr, ich dock mich daran an. Ich halte mich jetzt daran. Ich will, dass dein Heilungssegen in mein Leben fließt. Gerade jetzt. Okay? So. Okay. Gut, Herr, wir danken dir, dass wir zusammenstehen können und dass du dem Gebet sehr, sehr, sehr großen Stellenwert gegeben hast und gesagt hast, wenn zwei oder drei zusammenkommen, dann die übereinstimmen in einer Sache, dann wirst du dich dazu stellen und es wird anders werden. Es wird Wunder geschehen, es wird Veränderung geben. Und deshalb beten wir jetzt insbesondere für Christoph Häselbart, aber darüber hinaus auch für alle die, die in leitender Position in unserem Land sind und für die Leute, die jetzt hier zuschauen oder diese Videos sehen, Herr, die in irgendeiner Bedrängnis sind, gerade im körperlichen Bereich. Im Namen Jesus Christus sprechen wir aus, dass jetzt Veränderung reinkommt. Wir sprechen aus, dass jetzt Heilung kommt. Wir widerstehen diesen Attacken des Feindes, wo irgendwelche Krankheitsmächte sich hier oder diese Unfälle oder sonst was sich aufmacht, um hier uns zu schwächen, uns zu attackieren. Wir wissen, die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Und wir widerstehen und wir sagen, das, was hier losgetreten worden ist, wir sagen, es zurückgesandt zu dem, von dem es kommt. Zurückgesandt auf die Mächte der Bosheit. Zurückgesandt. Wir sprechen aus Segen, Heil, Gesundheit, Frieden, Versorgung, Gnade und Wiederherstellung über uns. Was der Feind gestohlen hat, es wird wieder hergegeben. Was er geraubt hat, es wird wieder hergegeben. Wir fordern es im höchsten Namen, im Namen des Herrn der Herren und des Königs der Könige, Jeschua HaMashiach. Und wir fordern jetzt Gesundheit für Christoph. Wir sprechen aus, dass diese Problematik da mit der Kopfverletzung einfach jetzt übernatürlich weggenommen wird und dass du ein Wunder an ihm tust. Im Namen Jeschua HaMashiach. Yes, Herr, wir beten für Weisheit bei den Ärzten und bei den Pflegern, dass du ihnen Weisheit gibst, wenn sie bestimmte Dinge in die Wege leiten. Herr, wir beten, dass du deine Hand ausstreckst und sie auf die Ärzte legst, dass sie wirklich im Segen laufen und dass sie in Weisheit laufen und in der Behandlung effektiv sind. Wir sprechen aus, sie sind nicht müde, sondern sie sind wirklich fokussiert und auf diese Strategien, die sie im Natürlichen haben, dass sie wirklich da auch Weisheit und Erkenntnis haben, einfach durch dich, Herr Jesus. Und ich möchte beten für die Angehörigen, egal jetzt auch für die Menschen, die jetzt hier im Zoom sind, die im Chat sind, die später die Predigten nochmal nachhören. Ich bete, dass ihr gestärkt seid am inneren Menschen, dass ihr nicht nachgebt, dass eure Knie nicht müde werden, dass eure Schritte fest sind im Glauben, dass ihr dem Herrn vertraut, dass er alles in seinen Händen festhält. Ich bete, Herr, dass du Weisheit, Erkenntnis, Frieden und wirklich dieses übernatürliche Wissen schenkst. Du bist in Verantwortung und du wachst über deine Kinder. Herr, wir proklamieren deinen Schutz. Wir proklamieren, dass Engel ausgesandt sind, um zu helfen, um Dienst an den Gläubigen zu tun. Amen. Wir wissen aus dem Wort Gottes im Psalm 91, dass du gesagt hast,
ich bete Engel für euch auf, dass eure Füße Amen. Sich nicht yes. an einen Stein stoßen. Yes. Und Herr, wir beten, dass jetzt wirklich diese Engel aktiviert sind als dienstbare Geister, um zu dienen und zu helfen und wirklich Dinge, die du möchtest, Herr Jesus, hervorzubringen. Yes. Wir preisen und wir ehren dich, Herr. Wir halten das aufrecht, dass du mit deinem Blut den Sieg hervorgebracht hast. Und in deinen Wunden ist uns Heilung geworden. Amen. Amen. Wir haben für nächste Woche wieder auf dem Herzen, wieder für die Anliegen zu beten, die uns zugesandt werden. Wir haben das ja jetzt schon mehrfach gemacht an diesen Freitagen. Und wenn du ein Anliegen auf dem Herzen hast, schick es uns einfach über die Website oder als E-Mail. Mhm. Nächsten Freitag wollen wir das uns wieder Zeit nehmen, mehr Zeit als jetzt dafür einfach zu beten. Ja. Und das vor den Herrn zu bringen. Und wir beten dann immer alle gemeinsam. Ja, das ist nicht hier wir beide, die hier vor der, also hier beten, sondern wir alle beten gemeinsam für alle Anliegen. Ja, und wir erwarten wirklich, dass da etwas durchbricht. Ja. Wirklich. Und wir haben auch schon immer wieder schöne Rückmeldungen. Ja, es gibt Rückmeldungen und trotzdem ist unser Herz das, dass wir in eine Zeit eintreten, wo wir Zeichen und Wunder sehen werden, wir nicht so lange drauf warten müssen. Ja. Und ich weiß, dass einige hier zuschauen, die konfrontiert sind mit Leiden. Unser Herz ist das, dass wir die Aktivität des Herrn sehen in Freisetzung, in Wiederherstellung, in Heilung, in diesem Erheben, in diesem Aufstehen, Aufatmen, Weiterlaufen und den Glauben zu behalten. So, wir haben noch auf dem Herzen, euch zwei Bücher vorzustellen. Das eine ist, ich hatte eben gesagt, Engel, das heißt Armee der Engel. Ich weiß, dass es in manchen christlichen Kreisen ein großes Fragezeichen gibt, mit Engeln und das ist so komisch und irgendwie. Wenn du da mehr drüber lesen möchtest, wissen möchtest, wie Engel arbeiten, was der Herr mit Engeln eigentlich so hat, dann würden wir dir dieses Buch Armee der Engel von Tim Cheats sehr empfehlen. Und was mich da drin sehr, was mir sehr geholfen hat, ist, hinten im Buch sind Proklamationen drin. Ich weiß nicht, wie viele 100 Proklamationen da drin geschrieben sind. Ich glaube 240 oder so, die man im Gebet verwenden kann, um in diesem Bereich mit Engeln zusammenzuarbeiten. Also wir wollen nicht hier eine Lehre verbreiten, an Engel zu glauben. Wir glauben nicht, ich sage es anders, wir glauben an Gott den Vater, an den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und trotzdem hat er uns Engel an die Seite gestellt. So, also ich will das jetzt nicht hier ausbreiten. Du kannst da sehr viel lesen, sehr viel drüber empfangen. Und ich glaube, dass dieses Buch den einen oder anderen segnen wird, einfach weil es eine neue Dimension auch für uns im Glauben eröffnet. Und wir sind im Moment in kritischen Zeiten und die Zeiten, in die wir gehen, werden nicht leichter werden. Und wir brauchen Strategien von Gott, wie wir aufgebaut und voller Vertrauen durch diese Zeit hindurchkommen. Deswegen empfehlen wir dieses Buch. Es ist leicht geschrieben und ist von Tim Sheets. Das ist der Bruder von Dutch Sheets, wer da vielleicht was mit anfangen kann. Er ist ein bekannter Pastor in den USA, der auch ganz, ganz gewaltige prophetische Salbung hat und prophetische Worte weitergibt. Ja. Okay. Kostet knapp 14 Euro. Ja. Plus Versandkosten kriegst du bei uns im Webshop. Und es gibt immer wieder diese große Frage, wie ist das eigentlich mit dem Binden und dem Lösen? Was hat es damit auf sich? Das ist so ein Thema, was markant in der Neuen Testament vorkommt und trotzdem so, dubios ist. Ja. Und wo einfach viele, viele Menschen gar nicht wissen, was sie mit anfangen können. Ja. Also wenn dich das Thema beschäftigt, dann besorg dir das Buch.
Schlüssel zum Himmelreich, Autorität zum Binden und Lösen. Es ist also nach unserem Dafürhalten das Top-Buch zu diesem Thema, ganz speziell, ja, wo es eben auch um den geistlichen Kampf geht und die Macht, die Autorität, die wir haben. Ein Buch, was wir sehr, sehr empfehlen können, genau wie das andere. Also wie gesagt, wir haben das bei uns im Shop für diejenigen, die Interesse daran haben. Ja. Also wir empfehlen die Bücher, weil wir glauben, dass darüber auch gute Lehre zu dir kommt und dich im Glauben weiterbringen kann. Es dreht sich nicht darum, dass wir immer ein Buch oder so, sondern unser Anliegen ist es einfach, das Volk Gottes zu ermutigen, das Volk Gottes wirklich zu lehren, auch über Menschen, die in bestimmten Bereichen gearbeitet haben, Erfahrungen gemacht haben und die uns persönlich schon weitergeholfen haben. Wir haben alle Bücher, die wir in unserem Shop anbieten, haben wir selber gelesen und auch darüber gebetet und sie als gut empfunden. Wir nehmen nicht jedes Buch. Wahrhaftig nicht. Es ist nur eine kleine Auswahl an Büchern, die wir im Shop haben. Ja. Und du führst, also weißt du, du kannst natürlich auch christliche Romane oder sowas lesen. Das ist ja nicht verwerflich, ja. Aber du brauchst etwas, was dich im Glauben wirklich aufbaut, was dich wirklich lehrt, was dich voranbringt, was dir für dein Leben und für die Zeiten, in die wir reingehen, hilft. Und da sind das eben Bücher, die wir ausgesucht haben, wo wir den Eindruck haben, dass das wirklich etwas ist, was, ich will nicht sagen Schwarzbrot ist, aber zumindest sehr gute Kost. Und wo man drüber nachdenken kein Milchbrei muss. Genau. So, ich möchte einfach mit euch durchgehen den ersten Johannesbrief. 1. Johannes 1, 1 bis 7. Und das ist dieser Familienbrief. So hat ein Ausleger diesen ersten Brief von Johannes bezeichnet, weil er so eine väterliche Liebe hat, weil er so helfen möchte, dass wir in die Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich lese uns mal diesen Text und wenn du möchtest, lese ihn doch gleich mit oder lese ihn nach, wie auch immer. 1. Johannes 1, 1 bis 7. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, und jetzt kommt ein Einschub, und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns geoffenbart worden ist, nämlich Jesus. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch auch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm. So, jetzt ist das ein langer, langer Satz. Diese langen Sätze, die finden wir immer wieder mal in der Schrift und man muss sie manchmal ein bisschen zerlegen und man muss manchmal vielleicht das eine oder andere Wort unterstreichen oder fett schreiben oder wie auch immer, damit es einfach besser verständlich ist. Nämlich dieses Wort, was wir gehört haben und was wir angeschaut haben, das spricht davon, wir hören das Wort Gottes und das Hören des Wortes Gottes schafft in uns den Glauben, so sagt es der Römerbrief. Was wir angeschaut haben, schau, mein Verlangen ist es immer wieder, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist etwas, was Mose auf dem Herzen hatte. Das hat in seinem Herzen gebrannt. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Später hat er sogar gesagt, ich will dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann hat Gott gesagt, das geht nicht. Niemand, der mich so sieht, kann am Leben bleiben. Und Gott verbirgt Mose in einer Felsspalte, als er vorüberzieht. So, aber aufgrund des Neuen Testaments, aufgrund dessen, dass unser Leben Jesus gehört, aufgrund dessen, dass der Heilige Geist in uns lebt,
schauen wir mit aufgedecktem Angesicht auf Christus. Das ist etwas, was in unseren Herzen passiert. Das kannst du im Gebet erleben. Wenn du dich ausrichtest auf Gott, wenn du dich ausrichtest auf Jesus und den Heiligen Geist bittest, dass er dir dabei hilft. In diesen Versen, da geht es immer wieder, was wir gesehen und gehört haben. Weißt du, wir hören so viel. Wir hören so viele ungute Nachrichten. Wir hören so viele beängstigende Dinge. Und du kennst das bestimmt, dass wenn du jemanden triffst, dass man dann sagt, oh, hast du schon gehört? Oh, weißt du das schon? Und hast du dieses und hast du jenes? So, für uns muss es darum gehen, dass wir die Dinge hören, die gut für uns sind. Dass wir das Wort Gottes hören und in unseren Geist aufnehmen, damit wir wirklich gesättigt werden und in diese Botschaft des Glaubens eintauchen können. Ich lese diesen Text nochmal jetzt nach der Hoffnung für alle. Da ist das einfach ein bisschen so, dass wir es besser verstehen. Und da heißt es als Anfangsschrift, das Wort, das zum Leben führt. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Und deshalb verkündigen wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft untereinander und zugleich mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit ihr euch mit uns von ganzem Herzen freuen könnt. Dies ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitergeben. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Schaut, der Dienst von Gottes Haus ist darauf ausgerichtet, Christen, Kinder Gottes zu ermutigen, das Wort Gottes zu hören, Christus anzuschauen, von ihm Leben zu empfangen, aufgebaut werden im Glauben, aktiv werden, hören und tun. Und die ganze Bibel ist so ein praktisches Buch. Es heißt, dass wir mit allen Sinnen dieses Wort aufnehmen können. In den Psalmen heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Bei Jesaja heißt es, dass er gehört hat, wie es hieß, wen soll ich senden und wer will mein Bote sein? Jesaja hatte das Ohr ganz dicht dabei und er hat gleich sich gemeldet und gesagt, ich mach das, ich. Und dann kennt ihr das ja, diese Situation, wo der Engel mit der glühenden Kohle kommt und seine Lippen berührt, dass er rein wird. Die Bibel ist ganz, ganz praktisch. Hesekiel und Johannes sollten die Dinge, die sie sehen im Geist, sollten sie aufschreiben. Und wir heute lesen diese Dinge. Ist das nicht genial? Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ein großes Geschenk für uns, dass die Dinge aufbewahrt wurden durch den Herrn, durch den Heiligen Geist, dass sie uns heute offenbart werden, damit wir Glauben empfangen? Die Bibel ist so, so praktisch. Oder Jesus sagt in dem letzten Abendmahl, das kennen wir alle, als er mit den Jüngern zusammensitzt und das Brot bricht und sagt, nehmt und esst. Oder er nimmt den Kelch und sagt, nehmt und trinkt daraus. Das ist das Neue Testament in meinem Blut. Das sind solche Dinge, die wir haben uns so dran gewöhnt und es ist so normal für uns geworden, diese Texte zu lesen. Aber schau, wir müssen das ein bisschen empfangen, ein bisschen da rein spüren, was das eigentlich heißt.
mit allen Sinnen glauben. Ich habe gehört, Herr. Ich will dich sehen, Herr, im Gebet. Ich will etwas tun für dich, Herr. Ich will Glauben haben, dass du mein Leben gewollt hast und dass du eine Berufung für mich hast und dass du mit mir auf dem Weg bist. So wie es in der Bibel von den anderen Frauen und Männern Gottes erzählt wird. Gottes Angesicht schauen, das ist für manche Leute etwas schwer vorzustellen, weil sie auch sagen, ja, aber wir sollen uns doch kein Bild von Gott machen. Das ist damit gar nicht gemeint, sondern im Gebet, durch die Kraft des Heiligen Geistes, schauen wir in sein Angesicht. Und es heißt im Neuen Testament, dass wir verändert werden, dass wir neu gemacht werden und dass wir in dieser Geistdimension Dinge sehen können, die wir im Natürlichen gar nicht erfassen können. Und das Natürliche kommt an seine Grenzen und im geistlichen Raum sind viele, viele Dinge möglich. Und ich will dich sehr ermutigen, dass du Ausschau danach hältst, dass du dich da reinpresst, dass du dich da reindrückst, dass du den Herrn nicht in Ruhe lässt, dass du sagst, Herr, ich muss deine Herrlichkeit sehen. Ich bin in einer Zeitphase in meinem Leben, wo ich wirklich entmutigt bin und wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, aber ich brauche das, dass ich sehe und dass ich höre und dass ich schmecke und weiß, du bist mit mir auf dem Weg. Und das ist das, weshalb wir diesen Dienst auch machen. Von David lesen wir, dass er immer wieder Gottes Angesicht suchte. Auch David war in brenzlichen Situationen. Er war Situationen ausgeliefert, wo er nicht wusste, wie er da rauskommt. Wir haben neulich über Ziklag gesprochen. Eine komische Situation, wirklich beängstigend, wirklich lebensbedrohend. Und bei David heißt es, er suchte Gott und er stärkte sich in Gott. Das ist auch damit gemeint. Sich in Gott stärken, Kraft ziehen, im Gebet, im Lesen von Gottes Wort. Ihr Lieben, ich habe vorhin gesagt, wir gehen in schwierige Zeiten und wir sind in schwierigen Zeiten. Das hat jeder von uns schon jetzt begriffen. Das, was uns am meisten hilft, auch in der Zeit, in die wir gehen, ist dieses ganz enge an Gott anrücken, sich in ihm stärken, von ihm Kraft empfangen, in ihm sein, uns verbergen in ihm, zusammenkommen mit ihm so dicht, wie es geht. Das geht nicht im Vorbeigehen. Wir müssen uns Zeit nehmen. Zeit, uns hineinzudenken, hineinzuvertiefen, hineinzuhören, hineinzuspüren in das, was Gott für uns hat. Gott möchte uns in diesen, auf ihn schauen, auf ihn hören, schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Er möchte uns Strategien offenbaren. Wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, wo du unbedingt eine Antwort brauchst, wo du vielleicht in eine Situation gekommen bist, wo du nicht eine offene Tür siehst, häng dich ganz eng an Gott. Stärke dich in ihm. Halte Ausschau nach dem, was er sagt. Such sein Angesicht beständig, so sagt es die Bibel. Und er wird sich finden lassen. Als David mit der Bundeslade nach Jerusalem kommt, da war das ein Festtag, ein Siegestag für ihn. Und er hat dann gesagt zu den Menschen, trachtet nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig. Kommt vor sein Angesicht, betet den Herrn an in heiliger Pracht. Suche sein Angesicht beständig. Nicht nur, wenn du gerade im Druck bist, sondern bete ihn an. Er ist alles, was wir haben. Er ist der, der über Zeit und Zeiträume wacht. Er ist der, der unser Leben wirklich von allen Seiten umgibt. Und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Egal durch welche Zeit wir gehen, wir sind in diesem Schutzraum. Und das hat mich wieder ganz neu ermutigt, Gott in allem zu vertrauen, Gott in allem zu suchen. Und
wirklich mit meinem ganzen Menschsein, mit Hören, mit Schmecken, mit Sehen, mit all diesen, nach diesem Wort der Stärke, der Kraft, der Zuversicht Ausschau zu halten. Und heute Morgen, also oft ist es so, dass Martin und ich über die Woche schon Gebetszeiten haben, dass wir Ausschau danach halten, was hat der Herr uns zu sagen, was möchte er wirklich so fokussieren, auch für diese Freitagabende, wo ist sein Herzschlag, wo, was sollen wir sagen? Und manchmal dauert es die ganze Woche und manchmal komme ich unter Stress und denke, ja, von den vielen Sachen, was sage ich denn jetzt? Aber es wird immer etwas ganz stark betont oder der Herr legt mir etwas oder uns beiden etwas aufs Herz und wir haben ein inneres Ja und ein Häkchen dran und dann können wir daraus, aus diesem können wir schöpfen. Und heute Morgen in einer Gebetszeit habe ich daran gedacht, dass ich einen Text gestern so überflogen hatte von einer Frau, die prophetisch begabt ist, eine Amerikanerin, Cassandra Boysen. Und ich will euch dieses Wort jetzt vorlesen. Und mein Gebet heute Morgen und auch jetzt ist es gewesen, dass das Wort ganz neu in dein Herz fällt und dich ermutigt und einfach dich wissen lässt, was der Heilige Geist sagt. Er hat ihr das offenbart, aber ich glaube, es ist für diese Zeit und für uns wichtig zu hören. Die Überschrift von dem Text, die heißt: Der Wind weht für diejenigen, die Ohren haben zu hören. Sind deine Ohren wach? Hörst du? Hörst du die Worte des Windes, den Geist, der durch die Gemeinde weht? Das ist ein Text aus der Offenbarung 2, Vers 17. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. In 1. Könige 19 wird Elia aufgefordert, seine Höhle zu verlassen, um Gott auf dem Berg Sinai zu begegnen. Zuerst wird er von einem mächtigen Wind getroffen, der den ganzen Berg erschüttert. Aber Gott war nicht im Wind. Doch als die sanfte Brise kam, wehte oder flüsterte, hörte Elia es und verstand, dass es Gott war. Zu Pfingsten in der Apostelgeschichte 2 hörten sie den mächtigen Wind. Sie spürten ihn nicht so, wie man es bei einer physischen Brise tut. Weil es ein übernatürlicher Wind war, konnte er nur im Geist wahrgenommen werden. Heute, in diesem Augenblick, geschehen im geistlichen Bereich Dinge, die Verschiebungen bewirken und Prophezeiungen erfüllen sich. Auch wenn es im physischen Bereich so aussehen mag, als ob es das Gegenteil der Fall wäre, sind wir aufgerufen zu glauben und uns um Verständnis an die Stimme und das Wirken des Heiligen Geistes zu klammern. Während es in der Natur vielleicht beängstigend oder entmutigend aussehen mag, singen Chöre von Engeln und freuen sich über die neue Zeit, in die wir eingetreten sind. Obwohl sich die Herrlichkeit noch nicht auffallend manifestiert, bricht der Geist jahrelang getragene Bindungen auf, schließt Türen der Verletzlichkeit und öffnet heilige Türen. Diejenigen, die den Menschen unbekannt sind und gewöhnlich nicht prophezeien, hören das Flüstern des Geistes. Diejenigen, die geschlafen haben, werden wach. Es beginnt leise, der Geist geht auf Zehenspitzen umher und prüft unseren Glauben und unseren Hunger nach ihm. Die physisch sichtbaren Auswirkungen sind die Dinge, die Angst verursachen und Hoffnung und Liebe behindern. Aber sie sind die Reaktion des Feindes auf all das, was er im übernatürlichen Bereich vom Heiligen Zeitzeug bekommt. Je größer der Ausbruch, desto größer sollte unser Glaube sein.
Und uns wurde das Recht gegeben, zu beten und Autorität zu übernehmen. Obwohl der Feind Hass schürt, ist es ein sichtbares Zeichen, ein Hinweis darauf, Gott tut etwas. Gott tut etwas. Gott ist hinter seinen Plänen her. Wir werden zur Liebe für und von unserem königlichen Bräutigam erweckt. Dies ist das Zeitalter der Kapitulation. Es ist eine Romanze von unvorstellbaren Ausmaßen. Zeichen und Wunder werden Zeichen der Zuneigung aus der Hand des liebenden Bräutigams sein. Und er wird das Herz der geliebten Braut gewinnen. Wo großer Hass herrscht, da wird es eine viel größere Liebe geben. Im Hohen Lied heißt es: Siehe, er kommt über die Berge und Hügel gesprungen. Er sieht, er steht vor unseren Mauern, blickt durch Fenster hinein und sehnt sich danach, trotz der Tradition und der Grenzen des Sozialverträglichen, trotz des Zeitplans und der Ordnung der Menschen, willkommen geheißen zu werden. Wenn der Löwe seine Mähne schüttelt, so hat sie die Überschrift jetzt von dem Abschnitt gefasst. Er kommt, schon jetzt rührt der Kuss seines Schattens die Schläfer und bewaffnet die Krieger und die Erntearbeiter. Seid bereit, konzentriere dich mit Zielstrebigkeit in deinem Geist auf das Herz Gottes. Heiße die Wunder des Geistes willkommen. Freue dich an der Milch und dem Honig der Buße und der Befreiung. Klammere dich an das Flüstern des Liebenden. Er ruft alle, die bereit sind, anzuhalten und zu hören. Löse dich von den Fesseln dieser Welt. Es sind Lügen. Die Wahrheit erfordert 100%ige Konzentration oder sie wird verwässert. C.S. Lewis schrieb in seinen Büchern: Aslan, der Löwe, ist in Bewegung. Und wenn er seine Mähne schüttelt, wird bald wieder Frühling sein. Das sind diese poetischen Worte, die C.S. Lewis oft benutzt hat, um uns in Bildern zu zeigen, der Löwe aus dem Stamm Juda kommt und er wird seinen triumphalen Sieg antreten. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat dieses Reich der Finsternis überwunden. Und hier diese Cassandra Boysen schreibt am Schluss, wie sie zu diesem Bild, zu dieser Vision in dieser Mannigfaltigkeit gekommen ist. Gestern spürte ich das Gewicht der Dinge, die in der ganzen Nation, in der ganzen Welt vor sich gehen. Ich fragte den Heiligen Geist, was ich tun soll. Und er sagte, ich soll tanzen und schreien. Und sie soll schreien, das Königreich der Herrlichkeit ist nahe herbeigekommen. Aber da viele Leute in meinem Haus schliefen, wurde mir klar, dass ich dafür nach draußen gehen musste. Ehrlich gesagt, es dauerte eine Minute, um dem nachzukommen. Aber das Gewicht, als ich anfing zu tanzen, war völlig aufgehoben. Er fokussierte mich auf seine Anliegen und er erinnerte mich daran, mich zu freuen in ihm und daran, was er im Geistbereich tut. Ich dachte darüber nach, wie es sein würde, wenn jeder Gläubige eingehüllt sein würde in die Bewegung des geistlichen Tanzes und in ihm prophezeien würde. Und wenn jeder ausrufen würde, das Reich der Herrlichkeit ist nahe herbeigekommen. So, vielleicht ist das jetzt für den einen oder anderen ein bisschen herausfordernd, ein bisschen sich in diese Vision und in dieses Bild hineinzudenken. Aber es geht darum, zu hören, was der Herr dir sagt. Gott spricht immer ganz persönlich in unser Leben. Er zeigt uns Visionen, er zeigt uns Träume, er zeigt uns Bilder für die Dinge, die unser ganz persönliches Leben betreffen, aber auch für unsere Region, für unsere Familie, für unsere Städte, für die Nationen und ganz besonders für unser Land. Und ich habe aus diesem heute ganz viel für mich mitgenommen, dass ich wieder neu mein Ohr öffnen möchte
für das Reden und Wirken des Heiligen Geistes, dass ich noch deutlicher höre und das einübe, Herr, was willst du sagen? Was ist auf deinem Herzen für unser Land? Was ist auf deinem Herzen für unsere, für die Menschen im Reich Gottes? Wie sollen wir uns verhalten? Was ist jetzt gerade dran? Wo stehen wir? Was sollen wir tun? Denn die Welt draußen hat viele, viele Fragen. Und es gibt draußen viele, viele Dinge, die wir hören, die uns beängstigen oder die uns wirklich in große Fragen bringen. Ich möchte, dass wir unsere Herzen ausrichten in Zuversicht und dass wir mutig und unerschrocken sind. Und der Text, den ich dafür gefunden habe, der steht in Sprüche 1, Vers 33, ein sehr, sehr gutes Wort. Wer immer auf mich hört, der wird ungestört in himmlischer Ruhe leben, frei von Furcht, zuversichtlich und mutig wirst du unerschrocken und geschützt vor den Stürmen des Lebens ruhen. Wörtlich heißt es, doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen und kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. So, also halte dein Ohr ganz nah am Herzschlag Gottes. Halte dein inneres Hören wach. Lass nicht Schläfrigkeit deinen Geist überwältigen, sondern höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Höre, was Gott dir sagt. Vielleicht stehst du dann auch eine Strecke lang allein da, aber sei geübt, sei zuversichtlich, sei aufgestellt in dem, was der Herr dir zu sagen hat. Richte deinen inneren Menschen danach aus und du wirst sehen, du wirst immer schneller den Herrn zu hören. Du wirst immer aktiver darin, mit ihm zu laufen und zu hören, was der Geist dir und der Gemeinde sagt. Zuallererst mal möchte ich mit euch über etwas sprechen. Da hatten wir vor 2 oder 3 Wochen schon mal drüber gesprochen. Und zwar ist es dieses Papier von diesem Beamten im Bundesinnenministerium. Ich möchte das nochmal kurz vortragen, weil ich glaube, dass das für meinen folgenden Vortrag, meine Predigt, eigentlich ganz gut ist, wenn man da diesen Horizont hat. Also nochmal, es war, wie gesagt, vor wenigen Wochen, da ist Folgendes passiert: Ein Oberregierungsrat im Bundesinnenministerium, das ist schon ein relativ hoher Posten, der hat ein Dienstverbot bekommen, ein Disziplinarverfahren, und zwar aus folgendem Grunde: Der Mann hat ein Papier erstellt, die große Version soll 193 Seiten haben, dann gibt es eine etwas abgespeckte Version mit 93 Seiten, und das Papier heißt Corona-Krise 2020 aus Sicht des Schutzes kritischer Infrastrukturen. So etwas sonderbarer Titel, kommt deshalb, weil der Mann ist oder war, muss man sagen, ein Referent in einem Referat KM4 für kritische Infrastrukturen. Also ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, aber das war dem sein Kerngeschäft. So, und der hat eben in der Position, die er hatte, auch in der Hierarchie, die er hatte, hat er bestimmte Aufgaben, und der hat sich eben mit den Maßnahmen der Corona-Thematik beschäftigt, wie damit umgegangen wird und so weiter, und hat eben dieses Papier erstellt. Dieses Papier hat er dann per E-Mail, nachdem seine Vorgesetzten schon wussten, dass er daran arbeitet, nachdem das allgemein bekannt war, auch im Ministerium, und das war halt so, natürlich, das ist ja die aktuelle Situation, das müssen die machen, ne? Hat also dieses Papier dann, weil er sagt, es ist jetzt wirklich hier dringend, dass wir was machen, an die Abteilungsleiter, seine Vorgesetzten geschickt, an den Corona-Krisenstab geschickt, an das Kanzleramt geschickt und auch an die Landesregierungen in Deutschland geschickt. Und jetzt war es so, dass in
einer dieser Landesregierungsempfängergruppe, da war irgendwo ein undichtes Loch und einer von denen hat das also rausgeschleust, hat das zu einem Blog irgendwie geschickt und dort ging das dann relativ schnell rund, weil eben mitbekommen ist, Moment mal, hier ist ein hochkarätiges Papier aus dem Bundesinnenministerium, die die ganze Sache, sagen wir mal, durchaus etwas kritisch sieht. Da ist es so, der Mann heißt Stefan Kohn. Ja, der hat gesagt, der Kollateralschaden der Schutzmaßnahmen, der ist inzwischen höher als der erkennbare Nutzen, auch in Bezug auf die gesundheitlichen Folgen. Und der führt da alles Mögliche an. Unter anderem schreibt er, dass 2,5 Millionen Menschen, zu dem Zeitpunkt, wo das da veröffentlicht worden ist, als Folge der Regierungsmaßnahmen nicht medizinisch versorgt worden sind, weil die Krankenhäuser eben alle auf Corona sich eingestellt haben und die normalen Operationen und was da so war, eben abgesagt haben. So, die wurden nicht versorgt. Und kein Mensch kann sagen, wie viele Tausende von Patienten aufgrund dieser Maßnahmen gestorben sind oder eben in Problemen sind. Er sagt, die Sterberate ist nicht seriös abzuschätzen. Ne? Aber inzwischen, und das war das Fazit von dem Mann, ist es so, dass diese Schutzmaßnahmen, diese Corona-Schutzmaßnahmen, der Lockdown und dieses Social Distancing und all das, was dazugehört, mittlerweile selbst eben diese kritischen Infrastrukturen gefährden und sogar dafür sorgen können, dass die zusammenbrechen. Und deshalb kam eben das Fazit, wir müssen ganz kurzfristig diese Schutzmaßnahmen alle aufheben, um Schaden von der Bevölkerung abzuwehren. Gut, das schickte der Mann also raus an den internen Kreis. Irgendwo gelangte es dann nach draußen. Daraufhin gab es eine Hoppla-Hopp-Aktion im Innenministerium. Es gab eine Pressemitteilung und dann wurde Folgendes in dieser Pressemitteilung behauptet. Der Beamte hätte das ohne sachliche Zuständigkeit gemacht. Der hatte weder den Auftrag noch die Autorisierung. Der hat das als private Meinungsäußerung gemacht, hat dazu sozusagen unerlaubterweise Dienstpapier dann benutzt und das unter Verwendung behördlicher Symbole, heißt es hier, verfasst und zugänglich gemacht. Und man hat gesagt, also das ist nicht akzeptabel und hat dem, wie gesagt, Dienstverbot gegeben, Disziplinarverfahren eingehängt und so weiter. Man hat, genau, den also im Grunde genommen in die Ecke einer Person gemacht, die sich da vollkommen anmaßt, ja, auf Papier des Bundesinnenministeriums da irgendwelche Privatmeinungen weiterzugeben. So, diese Pressemitteilung darf man getrost als falsch bezeichnen, was da behauptet wird, denn dieser Kohn war tatsächlich seit März an dem Papier dran, es war allgemein bekannt. Seine Vorgesetzten, seine Kollegen wussten davon, der hatte ihnen das auch manchmal vorgelegt, die hatten teilweise Zustimmung gegeben und so weiter. Ja, es gab auch keine Weisung irgendwie, dass er das eindämmen soll oder zurücknehmen soll oder irgendwas. Und auch die Aussage, der war nicht dafür zuständig, ist vollkommener Quatsch. Der hat genau das gemacht, wozu er beauftragt war, in genau dem Arbeitsbereich, wo er tätig war. Und hier hat eine Pressemeldung hat geschrieben, als stellvertretender Referatsleiter, nämlich Oberregierungsrat, durfte er nach § 17 gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien grundsätzlich alle seine Schreiben an die Länder und die Ressorts schlusszeichnen, das heißt weiterleiten. Der hat also im Grunde genommen, wenn ich das richtig interpretiere, sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen, sondern er hat nur seinen Job gemacht. Ne? Gut, aber das hat eben einigen Kreisen nicht gefallen. Und jetzt kommt das eigentlich Dumme an der Sache, anstatt dass man sich jetzt an den Sachargumenten festgehalten hat und gesagt hat, okay, was steht denn da? Lass uns doch mal drüber reden. Hat man den Mann im Grunde genommen, wie soll ich mal sagen, beseitigt und gesagt, Achtung, Achtung, damit wollen wir nichts zu tun haben. Es gab dann eine Anweisung an diese Empfänger also, und die Ministerien, was da so war, das ganze Ding bitte vernichten, ist null und nichtig. So, und das ist ein bisschen blöd. Erstens ist es mit Steuergeldern gemacht, dann ist es Arbeit von fast 2 Monaten von einem hochbezahlten Beamten. Und nicht nur das, der hat einen Haufen Leute, hochbezahlte Professoren, im Team gehabt, die mit ihm das zusammen bearbeitet haben. Ne?
Und diese Professoren waren jetzt nicht irgendwelche Leute, schon gar nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker oder Rechtsradikale oder sonst was, sondern beispielsweise war da der Professor Schirmacher dabei, der über diese Leopoldina auch Frau Merkel berät. Und diese Professoren haben jetzt gesagt, Moment mal, was hier passiert, ist nicht in Ordnung und haben sich zusammengesetzt und haben im Grunde genommen gesagt, Achtung, wir müssen hier auf der Sachebene die Sache diskutieren und diesen Politiker nicht einfach abschießen. Ist aber leider so passiert. Nun, dieser Politiker war aber nicht irgendwer. Das war ein langjähriges SPD-Mitglied, der hat sogar mal versucht, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Das war zu der Zeit, wo Andrea Nahles dann damalige Parteivorsitzende war und er hat gesagt, Achtung, Achtung, die Frau Nahles wird so wörtlich die Partei vor die Wand fahren. Ja, und hat eben da kandidiert, ist allerdings nicht, da hat nicht die nötige Unterstützung bekommen. Ne? Er ist jemand, der durchaus konfrontativ ist. Er hat beispielsweise vor einigen Jahren, um nicht zu sagen 2018, einen Missbrauchsskandal in der evangelischen Kirche an sich gebracht über sexuelle Gewalt, wo er selber mit involviert war, wo er also selber Missbrauchserfahrungen mit einem Pfarrer erlebt hat und der hat das publik gemacht. Also das war jemand, der sehr hohes Verständnis hatte für die Wahrheit und der das auch über eigene, wie soll ich mal sagen, den eigenen Schmerz hinweg einfach gesagt hat, es muss hier Dinge publik gemacht werden. Und so war es eben auch mit diesem Papier. Und das hat ihn jetzt zumindest bisher erstmal seine Karriere gekostet. Die Politik konnte ihn als SPD-Mann mit den Fachleuten, mit denen er zusammengearbeitet hat, natürlich jetzt nicht so einfach in die rechtsradikale Verschwörungstheoretiker-Ecke schieben, wo man alle eigentlich gerne hinschiebt, die irgendwie nicht ins Bild passen. Ne? So, das ganze Papier ist allerdings wirklich ein bisschen brisant, denn wenn tatsächlich aus politischer Seite da so agiert worden ist, ohne dass da die nötige, wie soll ich mal sagen, wissenschaftliche, fachliche Basis da war, ja, dann könnte das ein erhebliches juristisches Nachspiel haben, beispielsweise mit Schadensersatzprozessen. Das ist auch ein interessanter Punkt, wo die Politiker natürlich auch einen Horror vorhaben. Ja? Gut, okay, also der Herr Stefan Kohn, momentan bedauerlicherweise komplett, wie einer hier geschrieben hat, pathologisiert. Ne, als Querulant dargestellt. Okay, er hat, nachdem er da abgeschossen worden ist, an Herrn Seehofer geschrieben und da hat er Folgendes geschrieben und das möchte ich euch noch vorlesen. Die Begrüßungsrede, die Sie, also Seehofer, im März 2018 vor uns Beschäftigten des BMI hielten, hatte auf mich einen tiefen Eindruck gemacht. Sie sprachen über ihre Ziele und Erwartungen. Unter anderem baten sie die Beschäftigten ausdrücklich um ihre eigene Meinung, auch wenn sie abweichend sei. Das sei gewollt. Und nur das führe ihrer Erfahrung nach zu guten Entscheidungen. Sie baten nicht nur um eigene Meinung, sondern sogar um Widerspruch, falls seine eigene fundierte Meinung dies gebiete. Ja, da hatte der gute Beamte sich drauf verlassen und leider, momentan hat es ihn erstmal seine Karriere gekostet. Ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Erstens, wir, von uns aus, wir beten sehr viel für unsere Politik, für die Situation in unserem Land, für die Obrigkeit, zu der ich gleich noch was sagen werde, für die Leute, die in Position sind, in Autorität sind, die Herrschaft sind. Aber wir beten nicht im Sinne von segne sie, segne sie, segne sie, segne sie, ja, wozu uns die Bibel nach meinem Dafürhalten auch in keiner Weise auffordert, sondern wir beten dafür, dass Licht auf die Arbeit kommt, Licht auf das kommt, was da passiert, Licht. Weißt du, wenn Politiker, Wirtschaftsleute, Finanzleute, was weiß ich, Medienleute nichts zu verbergen haben, ist Licht kein Problem für sie. Licht ist gut, Licht ist perfekt. Aber wenn es da dunkle Dinge gibt, die ans Licht, eben nicht ans Licht kommen sollen, dann ist Licht fürchterlich. So, Licht ist etwas, wo wir sagen, das ist extrem gut. Licht, wo Korruption ist. Licht, wo unsauberer
Lobbyismus ist. Licht, wo irgendwelche komischen Netzwerke sind. Licht, wo irgendwelche Sachen sind, die nicht in Ordnung sind. Weißt du, ich glaube, dass man damit absolut nicht daneben liegen kann, wenn man dafür betet, dass der Herr Licht schenkt auf das, was läuft. Ja? Eine pauschales, wie soll ich mal sagen, Abnicken und für gut heißen, aus welchen Gründen auch immer, ein pauschales Zustimmen. Nach meinem Dafürhalten sind wir da nirgends in der Bibel so aufgefordert und ich werde gleich darüber sprechen. Aber Licht ist etwas, wo ich denke, wo wir absolut im Willen Gottes sind und beten. Und das machen wir wirklich intensiv. Anderer Punkt ist, falls dich dieses Papier interessiert, ich habe es bestimmt schon 100 Mal, haben mich Leute angeschrieben, die wollten das haben. Wir haben es auf unserer Webseite zum Download, das 93-seitige Papier, das haben wir zugeschickt bekommen von jemand und das haben wir. Und wenn es dich interessiert, kannst du das von Herzen gerne dir suchen auf der Webseite. Das findest du auf einer Webseite. Ist ein bisschen schwierig zu finden. Wenn du es nicht findest, schreib mich an oder schreib uns an. Wir schicken dir dann einfach den Link. Dann kannst du es dir herunterladen. Ja, also ich finde diese Aussage, einfach weil sie nicht im Entferntesten etwas mit irgendwelcher Verschwörungstheorie oder sonst was zu tun hat, sondern richtige, fachliche, sachliche, saubere Arbeit mit hochdekorierten Fachleuten ist wirklich bemerkenswert. Und umso bedauerlicher, dass das einfach so abgeschossen worden ist. Gut, das war meine Vorrede zu dem eigentlichen Thema, über das ich heute sprechen will. Ja, der angepasste, schweigende Christ. Vor, glaube ich, 2 Wochen oder was, haben wir ja über das Thema Obrigkeit gesprochen. Obrigkeit. Ja, das ist so ein in christlichen Kreisen weit verbreitetes Denken. Da gibt es irgendwie eine Obrigkeit und der muss man also pauschal grundsätzlich ein Basisvertrauen entgegenbringen. Die machen alles richtig, wir haben uns unterzuordnen und wir haben dafür zu beten, dass das alles gut gelingt, was die sich so ausgedacht haben. Ja? Und ich persönlich glaube, dass das echt richtig falsch ist, was da in manchen christlichen Kreisen gelehrt wird, in Gemeinden weitergegeben wird und so weiter. Und deshalb möchte ich das mit dir mir nochmal anschauen, dieses Thema. Und ich möchte das aufhängen, da bin ich jetzt mal ein bisschen dreist, an einem Facebook-Post von einem geistlichen Leiter. Ein geistlicher Leiter hat Ende April einen Facebook-Post weitergegeben und den werde ich mit euch jetzt mal durchgehen. Ich kenne den Mann nicht, habe nicht das Geringste mit ihm zu tun, ich will den auch nicht bloßstellen oder irgendwas, nur das war der Post, wo ich gesagt habe, da sieht man mal typisch, wie das eben so gehandhabt wird und deshalb habe ich gesagt, das nehme ich als Ausgangsposition. Ja? Gut. Ich gehe davon aus, dadurch, dass das ein Facebook-Post war, dass das kein offizielles, öffentliches Statement war. Ja, das ist ein Leiter, aber ich gehe davon aus, das ist seine persönliche, private Meinung. Hoffentlich. Okay, also los geht's. Gerade wieder nachgezählt. Wir haben in unserem Land einen Präsidenten, eine Bundeskanzlerin, 15 Kabinettsmitglieder, 709 Bundestagsabgeordnete, einen Bundestagspräsidenten, 16 Ministerpräsidenten und Landesregierungen, 1.868 Abgeordnete von Landesparlamenten, 294 Landräte und 81 Oberbürgermeister von Städten mit über 100.000 Einwohnern. In Zeiten der Corona-Krise sind diese Mandatsträger zuständig für die Abwägung der weitreichenden Risiken für die Gesundheit der Bürger und die Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Zudem kümmern sie sich um den bedrohten gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Durchsetzung der Schutzmaßnahmen, die Umsetzung unzähliger Hilfsprogramme für große und kleine Unternehmer, für Beschäftigte in Kurzarbeit, für ganze Branchen, die durch die Quarantäneregelungen einen Totalausfall erleiden könnten. Wenn ich bedenke, was jetzt für mich wichtig ist, werde ich an 1. Timotheus 2, Vers 1 folgende erinnert. Das Wichtigste für die Gemeinde ist, dass sie im Gebet bleibt. Dazu kommt die unmissverständliche Aufforderung, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Wenn wir das tun,
sind wir keinesfalls über die Maßen staatstragend oder regierungshörig, sondern genau dort, wo Gott uns in dieser Krise zuerst sehen will. Über unseren Verantwortungsträgern, die wir als Gesellschaft ja demokratisch legitimiert haben, steht der ewige, souveräne Gott. Wir wissen, er ist durch nichts zu überraschen. Ihm kann sich nichts und niemand entgegenstellen. Er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er lenkt die Herzen der Machthaber wie Wasserbäche. Und er geht noch einen großen Schritt weiter. Als das antike Ägypten von Plagen heimgesucht wurde, sagte er: Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin Yahweh. 2. Mose 2, Vers 12. Er macht es auch und gerade jetzt mit den Göttern der Welt von 2020. Umso erstaunlicher ist es, an welch mysteriösen Mächte und abwegigen Verschwörungen einige unserer lieben Mitmenschen in dieser Krise denken. Wie sich unsere sozialen Netzwerke aus den feuchtdunklen Kellern des Internets speisen und unsere digitalen Tischrunden immer wieder mit den abstrusesten Theorien beschäftigen, die dann auch noch mit religiösem Wahrheitsanspruch und Pathos vorgetragen und geteilt werden. Für mich grenzt es an Gotteslästerung, wenn wir behaupten, unsere Regierung sei im Grunde ein Puppentheater. Die Strippen würde nicht Gott, sondern Leute ziehen, die unvorstellbar einflussreich sind, aber die wir im Grunde genommen nicht wirklich kennen. Ich halte dagegen. Wer Verschwörungstheorien anhängt, kennt Gott nicht. Dabei sollte gerade bei uns Christen unser ganzes Vertrauen ihm gehören. Gott bin ich zuerst verbunden und dankbar. Und den Regierenden in Deutschland eben auch. Ihr maßvolles Handeln und demütiges Leiten auf Sicht führt zu einem Zuspruch, den wir so in Deutschland schon lange nicht hatten. Ja, so, das war der Facebook-Post von diesem Menschen. Vielleicht denkst du, hört sich doch gar nicht so schlecht an. Gut, schauen wir uns mal im Detail an. Gehen wir es nochmal durch. Zunächst mal, gerade wieder nachgezählt, hat er also hier wunderbar sich die Mühe gemacht, wie viele Kabinettsmitglieder und Bundestagsabgeordnete und so weiter da sind. Ne? Also alles bis hin zu den Landräten und den Oberbürgermeistern. Klasse, also ein Haufen Leute, wie viel sind das? Knapp 3000 vielleicht. Und hat die einfach mal aufgezählt. Gut, viele Leute, die also für unser Land politisch irgendwie was zu sagen haben. Ne? Also erstmal eine Menge irgendwelche Leute. So, dann schreibt er, in Zeiten der Corona-Krise sind diese Mandatsträger zuständig für die Abwägung der weit gefächerten Risiken und die Gesundheit der Bürger und die Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Okay, das ist ja schon mal interessant. Aber okay, lassen wir mal so stehen. Jetzt wird es interessant. Zudem kümmern sie sich um den bedrohten gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Durchsetzung der Schutzmaßnahmen, die Umsetzung unzähliger Hilfsprogramme für Groß- und kleine Unternehmen, für Beschäftigte in Kurzarbeit, für ganze Branchen, die durch den Quarantäneregelungen einen Totalausfall erleiden könnten. Weißt du was? All das kommt ja nur durch die Maßnahmen, die angeordnet worden sind. Die kann ich nicht als was Positives nehmen, um zu sagen, die machen alles richtig, sondern der bedrohte gesellschaftliche Zusammenhang, ja, die Beschäftigten in Kurzarbeit, ja, die ganzen notwendigen Hilfsprogramme sind doch nur aufgrund der Maßnahmen durchgeführt worden. Was habe ich gerade in dem Papier von dem Mitarbeiter vom Bundesinnenministerium gelesen? Der hat gesagt, die Maßnahmen sind so scharf, dass sie schon völlig aus dem Rahmen fallen. Die Maßnahmen sind viel zu heftig. Die Maßnahmen sind vollkommen unangemessen. Und genau das ist die Wahrheit. Aber er hier nutzt eben das Reagieren auf die Maßnahmen, die durch das eigene, ich sag mal, Fehlverhalten ausgelöst worden sind, jetzt gerade noch als Argument. Finde ich etwas speziell. Gut, wenn ich bedenke, was jetzt für mich wichtig ist, ne, werde ich an 1. Timotheus 2, Vers 1 folgende erinnern. Das Wichtigste für die Gemeinde ist, dass sie im Gebet bleibt. Das ist zweifellos richtig. Dazu kommt die unmissverständliche Aufforderung. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt also die unmissverständliche Aufforderung, wie Christen oder die Gemeinde sich zu verhalten haben. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können.
ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Das ist die zitierte Bibelstelle. Ich sage mal so, ich weiß nicht, welche Übersetzung er hier zitiert hat oder wo das hier herkommt, aber bei mir liest sich das ein bisschen anders. Ich habe hier die Elberfelder und da klingt das folgendermaßen. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass, und es kommen vier Sachen, Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung, getan werden, Achtung, für alle Menschen. Für alle Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Unmittelbar nach dem zitierten Vers kommt diese Aussage, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aha. Wir sollen für alle Menschen beten, alle Menschen, inklusive Leitern, inklusive Königen, inklusive eben die, die in Herrschaft sind, damit das Ziel erfüllt wird. Ja, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, damit Menschen gerettet werden, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Okay, so liest sich das hier. Zunächst einmal heißt es, betet für alle Menschen, einschließlich Könige, einschließlich Leuten, die in Hoheit sind. So, unser Ziel unserer Gebete soll also sein, ein ruhiges und stilles Leben unter der jeweiligen Situation, in der man eben im Staat lebt, in Gottseligkeit, in Ehrbarkeit. Warum? Damit das Reich Gottes wächst und damit möglichst viele Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So verstehe ich das. So, ich weiß, wie gesagt, nicht, was er hier zitiert hat, irgendeine neuere Übersetzung vielleicht. Und er bezieht es nur auf die Herrschenden. Ja, für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Das stimmt nicht. Wir sollen für alle Menschen beten, einschließlich diesen. Ne? So, okay. Wenn wir das tun, sind wir keinesfalls über die Maßen staatstragend oder regierungshörig, sondern genau dort, wo Gott uns in dieser Krise zuerst sehen will. Ja, natürlich, wir sollen beten. Wir sollen beten, zweifellos. Aber wie gesagt, in Flehen, in Danksagung, in Gebeten, ja, und eben auch in Fürbitte. Ne? Und das heißt ja in keiner Weise, dass da irgendwie wir nicht im Gebet die Dinge bewegen können, formen können, gestalten können, damit genau das, was die Absichten des Herrn sind, hervorkommen. Dass wir Dinge anordnen können, dass wir Dinge untersagen, dass wir Dinge freisetzen, dass wir Dinge binden und lösen. Wie vorhin mit diesem Buch eben erwähnt. Nicht wahr? Okay. Jetzt kommt's. Über unseren Verantwortungsträgern. Oben drüber. Über den Verantwortungsträgern. Die wir als Gesellschaft ja demokratisch legitimiert haben, steht der ewige souveräne Gott. Okay, das ist eine interessante Ansicht in der Form, weil du kannst auch sagen, über jedem Menschen steht der ewige souveräne Gott, über jeder Institution, über allem steht der ewige souveräne Gott. Ja? Also das jetzt spezifisch auf diese Verantwortungsträger zu beziehen, okay, ich meine, er hat ja sein Ziel, was er hier durchbringen will. Ne? So, und vor allen Dingen sagt er, die sind demokratisch auch legitimiert, so zu handeln, was ich bezweifle. Die sind legitimiert, gewisse Dinge zu tun, aber gewisse Dinge gehen darüber hinaus. Ne? Gewisse Dinge wie Aushebeln von Grundrechten geht nach meinem persönlichen Verständnis über das, wozu sie legitimiert sind, deutlich hinaus. Ne? So, dann führt er hier weiter, steht der ewige souveräne Gott und dann spricht er über Gott. Richtig gut, logisch. Ne? Wir wissen, er ist durch nichts zu überraschen. Amen. Ihm kann sich nichts und niemand entgegenstellen. Amen. Er ist der Herr aller Herren. Der König aller Könige, jawohl, er lenkt Herzen und Machthaber wie Wasserbäche. Aha, er lenkt Herzen der Machthaber wie Wasserbäche. Er lenkt die Herzen der Machthaber wie Wasserbäche. Das ist echt schwierig, das ist ein schwieriger Vers, das hier zu bringen. Der Vers steht in Sprüche 21, Vers 1 und heißt in der Luther-Übersetzung folgendermaßen. Des Königs Herz ist in der Hand
Jahwes. Wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Das klingt schon ein bisschen anders. Es ist das Herz des Königs, des Volkes Gottes, des Volkes Israels. Es ist nicht allgemein alle Herzen aller Könige, aller Herrscher, aller Zeiten irgendwo. Hier geht es darum, das Herz des Königs in Israel, in Juda, ja, das ist in der Hand Jahwes und der lenkt es, wohin er will. Wenn wir das falsch verstehen, dann würde das nämlich bedeuten, dass alles, was alle Herrschenden weltweit tun, immer von Gott gemacht ist. Und glauben wir das wirklich? Glauben wir das wirklich, wirklich? Also dann haben wir meiner Meinung nach ein massives Problem. Abgesehen davon gibt es natürlich noch solche Aussagen. Parallelstelle, Psalm 33, Vers 13 bis 15, auch aus der Luther-Übersetzung. Jahweh schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle ihre Werke. Okay, wenn der Herr allen das Herz lenkt, dann auch denen, die eventuell Sachen kritisch sehen oder protestieren oder sonst was machen. Es wird sehr schwierig, solch eine Bibelstelle hier zu nehmen und so zu interpretieren, als ob die Aussage, dass Gott das Herz des Königs von Israel hier gelenkt hat, dass diese Aussage dafür gilt, dass Herrschende heute automatisch von Gott in dem, was sie tun, gelenkt sind. Wie so eine Marionette. Ich halte das für eine ganz, ganz, ganz schräge Aussage, wirklich. Gut, er lenkt Herzen der Machthaber wie Wasserbäche. Ist also Interpretation gegenüber diesem Bibelvers meiner Meinung nach nicht seriös. Dann geht es weiter. Und er, also der Herr, geht noch einen großen Schritt weiter. Aha, nicht nur, dass er die Herzen lenkt, sondern noch mehr. Ne? Als das antike Ägypten von Plagen heimgesucht wurde, sagt er, ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin Yahweh. So, das ist die Bibelvers und dann geht es weiter. Er macht es auch und gerade jetzt mit den Göttern der Welt von 2020. Oha, was sagt er denn hier? Ja, also Gott steht hinter den Entscheidungen der Politiker, der Herrschenden. Er ist derjenige, der das lenkt. Er hat die Fäden sozusagen in der Hand. Er ist derjenige, der hinter all dem steht. Ne? Also die sind im Grunde genommen, kannst du fast sagen, nur Marionetten eigentlich, wenn man das bis zum Ende denkt. Ne? Und gleichzeitig ist es so, dass er dann kommt und sagt, ich werde mein Gericht vollstrecken an denen, die eben da eben hier die Götter Ägyptens sind. Ne? Und gerade das passiert jetzt bei den Göttern 2020. Im Grunde genommen ist das ja keine verkehrte Aussage, aber weißt du, was diese Götter sind? Beispielsweise der Gott der Politikgläubigkeit, der Gott der Medienhörigkeit, ja? Der Gott davon, sich zurückzulehnen und den Politikern alles machen zu lassen. Okay. So, und da verwendet er Mose als Beispiel, ja? Er sagt, hier zitiert ja, dass Ägypten von den Plagen heimgesucht worden ist. Nimmt Mose. Du weißt ja was, also das ist fast das schlechteste Beispiel, was du in der Bibel dafür finden kannst. Denn Mose, was hat er gemacht? Auf Geheiß Gottes hat er das gesamte Herrschaftssystem der heidnischen Nation herausgefordert und so lange konfrontiert, bis es in die Knie gegangen ist. Das ist also eigentlich im Sinne von, wir müssen den Herrschenden gehorchen, das krasseste Gegenbeispiel, was du in der Bibel finden kannst. Mose hat das System in die Knie gezwungen. Warum? Weil es widergöttlich war. Ne? Okay. Dann geht es hier weiter. Umso erstaunlicher ist es, an welche mysteriösen Mächte und abwegigen Verschwörungen einige unserer lieben Mitmenschen in dieser Krise denken. Finde erstaunlich. Ich finde das normal, dass man hinterfragt, was passiert hier und warum gibt es diese Entscheidung unserer Politiker und so weiter. Aber gut. Wie sich unsere sozialen Netzwerke aus den feuchtdunklen Kellern des Internets speisen und unsere digitalen Tischrunden immer wieder mit den abstrusesten Theorien beschäftigen. Gut, da sind ein paar Formulierungen drin, die das schon sehr, sagen wir mal, in eine bestimmte Ecke drängen, aber okay.
die dann auch noch mit religiösem Wahrheitsanspruch und Pathos vorgetragen und geteilt werden. Das ist manipulative Formulierung. Was er macht, ist auch religiöser Wahrheitsanspruch. Und ein bisschen Pathos ist auch drin. Weißt du, das ist keine seriöse Darstellung. Aber es ist ja eine private, persönliche Facebook-Post. Ja, es ist kein offizielles Papier, von daher drücken wir da mal ein Auge zu. Ja? Obwohl, wie gesagt, Wahrheitsanspruch, ein bisschen Pathos, finde ich auch hier drin. Und gut, aber jetzt kommt der eigentliche Punkt, um den es mir eigentlich geht. Das ist der absolute Knaller. Ich habe mich so geärgert, als ich das gelesen habe. Ich war geschockt. Ich bin wirklich, ich habe mehrere Stunden mich über diese Aussage beschäftigt, weil ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, dass ein geistlicher Leiter heute im 21. Jahrhundert in Deutschland so etwas bringt. Aber wie gesagt, es ist eine Privatmeinung, okay? Ne? Er schreibt, für mich grenzt es an Gotteslästerung. Das musst du dir mal vorstellen. Es grenzt an Gotteslästerung, wenn wir behaupten, unsere Regierung sei im Grunde ein Puppentheater. Die Strippen, interessante Formulierung, die Strippen würde nicht Gott, sondern Leute ziehen, die unvorstellbar einflussreich sind, aber die wir im Grunde nicht wirklich kennen. Heißt, er sagt, die Strippen zieht Gott. Da haben wir die gleiche Aussage wie vorhin, ja, mit dem Wasserbächen. Gott zieht die Strippen. In all dem, was passiert, ist Gott dahinter. In all dem, was sich hier darstellt, ist Gott dahinter. Die Politiker, was die machen, ja, eigentlich ist das alles von Gott. Puh. Also, mit dieser Formulierung, die er hier gebraucht, mit dem Puppentheater, ich vermute, dass er da auf diese Predigt von einem gewissen Pastor Jakob Czarnke anspielt. Der ist in einer Gemeinde, Freikirchliche Evangelische Gemeinde oder Kirche oder ähnlich heißt die, in einem Netzwerk bibeltreuer Christen, so heißt die Arbeit. Und der ist herzhaft, ja, die Predigt, die er gehalten hat vor einigen Wochen, ging so ein bisschen rund. Und da hat er also etwa eine Stunde über Dinge, die aus seiner Sicht einfach Fehlentscheidungen sind, gesprochen, hat auf Sachen hingewiesen und hat sich so ein bisschen in Rage geredet. Und dann hat er ganz zum Schluss gesagt, hat sie also als Politkasperl bezeichnet. Politkasperl. Da hat er aber eine Stunde vorher schon geredet gehabt oder knapp. Ja, so. Und er ist halt so vom Typ. Der ist halt eigentlich so herzhaft, ja, poltert so ein bisschen. Ist übrigens auch krank gegen Charismatik und so. Ne? Ist ein richtiger evangelikaler Hardliner. So, ne? Also bestimmt keiner, der uns mag. Ne? Aber dieser Mensch, der hat eben dort hier gegen die Politiker gesprochen, als Politkasperl sie bezeichnet. Und ich gehe davon aus, dass das ist, was dieser Leiter hier aufgreift und sagt, unsere Regierung sei im Grunde genommen ein Puppentheater. Und das ist für ihn, grenzt für ihn an Gotteslästerung. Und diese Aussage finde ich extrem daneben. Extrem daneben. Wenn jemand was gegen die Politik sagt, in einer vielleicht nicht angemessenen Weise, aber er sagt etwas gegen die Politik, das ist Gotteslästerung. Hallo? Weißt du, was da mitschwingt, was da durchklingt? Hilfe. Und dann eben zu sagen, die Strippen zieht alle Gott. Alle Strippen, die hier laufen, sind von Gott. Was hier passiert, ist alles von Gott. Vorsicht. Ja? Dann sagt er, ich halte dagegen. Wer Verschwörungstheorien anhängt, kennt Gott nicht. Das ist für mich eine komplett unbelegte Aussage. Eigentlich, wenn du es dir mal genau anguckst, jeder Christ, der an die Offenbarung glaubt, das ist die extreme Verschwörungstheorie, weil du glaubst, dass irgendwann ein Antichrist kommt und ein antichristliches Reich aufbaut. Du glaubst, dass es da dieses Mahlzeichen gibt und so weiter. Was ist das? Das ist die Verschwörungstheorie überhaupt. Ja? Das ist wirklich Verschwörungstheorie. Und hoffentlich glauben wir alle daran, dass genau das, wie es die Bibel uns berichtet hat, kommt. Ne? Aber die Aussage, wer sowas glaubt, kennt Gott nicht, das ist nicht belegt. Das ist einfach eine Aussage, die hochfragwürdig ist. Ne? Dabei sollte gerade bei uns Christen unser ganzes Vertrauen ihm gehören. Amen. Hat jetzt mit dem, was er vorher gesagt hat, nichts zu tun. Ne? Gott bin ich zuerst verbunden und dankbar. Ja, natürlich. Und den Regierenden in Deutschland eben auch.
Das ist wiederum nicht nachvollziehbar, wenn du seinen Gedankengang, dass Gott hinter allem steht und das, was die Regierungen machen, eben nur von Gott initiiert ist, nicht so nachvollziehen möchtest oder kannst. Ja, den Regierenden in Deutschland ist er eben auch dankbar. Ihr maßvolles Handeln und demütiges Leiten auf Sicht führt zu einem Zuspruch, den wir so in Deutschland schon lange nicht mehr hatten. Also ich halte das für diese letzte Aussage für eine eklatante Fehlbeurteilung, meiner Meinung nach. Ich persönlich würde sagen, die Maßnahmen, das Handeln, das Leiten ist in keiner Weise maßvoll, sondern sehr willkürlich. Es wird sehr brutal umgesetzt, mit extrem hohen Strafen, teilweise mit Polizeigewalt, teilweise mit fast gefordertem Denunziantentum. Wir haben da ein paar sehr negative Berichte gehört, auch von Gemeinden hier in der Nähe, was da gelaufen ist. Ja. Demütiges Leiten sieht für mich in einer Demokratie also wirklich anders aus, als das, was hier passiert. Aber das ist natürlich meine Meinung. Und das ist die Meinung von diesem geistlichen Leiter, dessen Namen ich absichtlich nicht nenne. Ne? Gut, dieses ganze Ding hat mich also so ein bisschen, ihr merkt schon, hat mich so ein bisschen aufgemischt. Und ich habe mich dann einfach mit diesem Thema noch weiter beschäftigt. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt also diesen Facebook-Post hinter mir lassen. Ich möchte das ganz, ganz deutlich sagen. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Was jetzt kommt, beziehe ich nicht mehr in erster Linie hierauf. Ja? Das ist also, was jetzt kommt, ist nicht irgendwelche Vorwürfe, die ich diesem Mann mache oder irgendwas. Gar nichts. Ne? Das ist dadurch ausgelöst, aber ich trenne mich jetzt davon und gehe einfach einen Schritt weiter. Ich möchte also ganz allgemein etwas dazu sagen. Bitte versteht mich da ganz richtig. Okay. Wenn es ums Thema Obrigkeit geht, ich hatte das vorhin schon gesagt, gibt es in unseren christlichen Kreisen manchmal ein Gottesbild oder ein Bild von so einer Hierarchie, das ist fast mittelalterlich oder noch älter. Ne? Da hast du also diese Situation, oben hast du Gott, ne? Oben hast du Gott, dann kommt der Herrscher, und zwar eigentlich weltliche Herrscher, wie auch geistliche Herrscher, und in allem, was der tut, das ist von Gott legitimiert. Und das hatten wir hier reichlich über viele Jahrhunderte in Deutschland oder überhaupt in Europa, und da gab es den schönen Spruch, Herrscher aus Gottes Gnaden. Aus Gottes Gnaden. Ja? Also was immer von der Herrscherseite kommt, ist geistlich von Gott, ist in Ordnung, darf nicht hinterfragt werden. Gut, das war hier so. Und das war in Deutschland, oder in dem heutigen Deutschland, war das sehr, sehr ausgeprägt. In der Vergangenheit, also über viele, viele Jahrhunderte in der Vergangenheit, hat diese Aufforderung, grundsätzlich die Klappe zu halten zu dem, was irgendwelche Herrschenden machen, ja, grundsätzlich das zu akzeptieren, grundsätzlich zu schweigen, ja, hat entsetzliche Folgen gehabt. Ja. Nicht opponieren, immer wegducken. Ich sag mal, das Schweigen der Christen. Aufgefordert immer wieder von den Kanzeln. Aufgefordert immer wieder von irgendwelchen Leuten, die derartige Bibelstellen, wie wir sie eben hier für diese Obrigkeitsthematik kennen, und es sind nicht viele, ja, die immer wieder vor sich hertragen und sagen, Achtung, Achtung, wir müssen auf jeden Fall hier ganz, ganz, ganz konform sein und alles andere ist nicht in Ordnung. Ich habe einen Spruch gefunden vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Der hat Folgendes gesagt. Alles, was das Böse benötigt, um zu triumphieren, ist das Schweigen der Mehrheit. Das ist wirklich wahr. Und der deutsche Kadavergehorsam ist ja geradezu sprichwörtlich geworden. Kadavergehorsam. Das ist genau das, was bezeichnet dieses Wegducken, Ja sagen, alles akzeptieren, egal was passiert, nicht hinterfragen, stumpf machen. Deutscher Kadavergehorsam. Ich habe mal nachgeguckt, was das eigentlich bedeutet, das Wort Kadavergehorsam. Kommt interessanterweise aus dem christlichen Hintergrund. Ne? Kommt nämlich ursprünglich aus der katholischen Kirche, und zwar von den Jesuiten. Die Jesuiten haben von ihren Mitgliedern verlangt,
absoluten Gehorsam. Die hatten so zu gehorchen, als ob sie tot wären. Wörtlich wie ein toter Körper. So hatten die zu gehorchen. Die Ordensregeln waren auf Lateinisch verfasst und das Wort Kadaver bedeutet eben Leichnam. Gemeint ist also ein Gehorsam wie ein Leichnam. Du hinterfragst gar nichts. Bedingungsloser Gehorsam. Ohne eigene Meinung oder freien Willen. Interessant, nicht wahr? Genau das, exakt genau das, ist für viele im Ausland zu einem Bild geworden für Deutsche. Diese Art von Kadavergehorsam, diese Art von, egal was passiert, Scheuklappen, ich gehe da, wo man mir sagt, dass ich gehen soll, ohne das zu hinterfragen. Und das hatten wir beispielsweise, also wir hatten das über viele, viele Jahrhunderte, aber beispielsweise hatten wir das im Kaiserreich. Ja, im Kaiserreich, was dann in den Ersten Weltkrieg reinmarschiert ist. Und der damalige Kaiser war nach meiner persönlichen Meinung psychisch krank. Ja, aber man hat absoluten Gehorsam eingeschworen. Ich meine, es war immerhin der Kaiser. Das war schon was anderes als in der Demokratie, bitte. Ne? Er war ein Herrscher. Und da war dieser Kadavergehorsam, damals ja mit Pickelhaube und so weiter, die Deutschen, ne, ihr wisst schon, war sehr, sehr eingeschworen. Ne? Nicht denken, einfach nur gehorchen. Gut, auch im Dritten Reich war das natürlich extrem ausgeprägt. Diese Art von Kadavergehorsam ist extremst beklemmend gewesen. Später dann, in ein bisschen anderer Art und Weise, natürlich dann auch in der DDR. Und weißt du, was war? In diesen Zeiten, Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Christen, haben gesehen, was passiert und haben geschwiegen. Sie haben weggesehen. Sie haben gesagt, das muss so sein, das ist ja von Gott. Der lässt das ja zu. Sie haben für die Herrschenden gebetet, wozu wir ja aufgefordert sind, aber sie haben so gebetet, dass das, was da läuft, einfach abgesegnet ist, abgesegnet ist, abgesegnet ist, abgesegnet ist. Und das ist echt nicht cool. Weißt du, dass ein großer Teil, wahrhaftig nicht alle, wirklich, aber ein erheblicher Teil der deutschen wiedergeborenen Christen im Dritten Reich ernsthaft für Hitler und seine Ziele gebetet haben? Ja, was war ja genau nach diesem Bild der Herrscher? Ne? Oben Gott, dann der Herrscher, in dem Fall der Führer. Der sagt, Führer befiehlt, wir folgen. Das war genau dieses Ding. Und weißt du was? Es ist zutiefst verrottet und verdorben. Es ist nicht in Ordnung. Wen feiern wir denn heute? Bonhoeffer. Wofür steht Bonhoeffer? Für den Widerstand. Für jemanden, der gesagt hat, das akzeptiere ich nicht. Ich nehme Position dagegen ein. Ne? Für den Widerstand. Und eigentlich, wenn du es mal nachdenkst, sollte für evangelische Christen, ja, das nicht angepasste Verhalten in der DNA liegen. Absolut in der DNA liegen. Denn es ist die protestantische Kirche. Gegründet aus Protest. Protest gegen das bestehende System. Ne? Überleg mal, Luther, auf den wir uns ja alle so stolz sind, ne, hat damals vor der wirklich höchsten Instanz, die war wirklich die höchste Instanz, vor dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Gott der Nation, hat er gestanden bei dem Reichstag da, ne, und man hat ihn eben aufgefordert abzuschwören und hat ihm eingenordet und hat gesagt, wie es laufen muss. Und er sagte, nein, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und hat Position bezogen, weil er eine Meinung hatte. Er hat es nicht abgenickt. Er hat nicht gesagt, oh, der Kaiser hat es gesagt. Er hat offensichtlich diese Bibelstellen nicht so ganz verstanden gehabt. Ja? Weil er hat gesagt, nein, es gibt etwas, was wichtiger ist. Und darauf hat er sich gestellt. Weißt du, dieser Widerstand von Luther damals hat das gesamte Kaiserreich in größte Erschütterung gebracht. Das war nicht einfach nur eine kleine Nummer. Der hat das ganze Ding fast zum Einsturz gebracht. Es gab Wanken, es gab Umwälzungen unvorstellbaren Ausmaßes. Ja, warum? Weil er gesagt hat, nein, ich gehe in den Widerstand. Nein, es gibt Werte, für die ich stehe. Nein, ich protestiere. Ne? So, er ist für das, was ihm wichtig war, aufgestanden. Und das ist DNA der evangelischen Kirche. Und wenn heute in der Christenheit sowas gefordert wird wie wegducken, Schnauze halten, mitlaufen, bloß nicht denken, bloß nicht hinterfragen, dann sehe ich das als extremst problematisch an.
Wenn uns heute geistliche Leiter im 21. Jahrhundert auffordern und sagen, nick alles ab, was die Herrscher sagen, egal was, keine Gegenposition, keine Kritik, kein Hinterfragen, keine Meinungsfreiheit, keine Zivilcourage, ja, kein Widerstand, keinen protestantischen Protest, ne, dann sehe ich das als mehr als fragwürdig an. Und dann gibt es eben im aller schlimmsten Fall, nicht schlimmer vorstellbar, einen Vorwurf. Und das ist, wenn du das machst, dann ist es Gotteslästerung. Diese Aussage ist hochmanipulativ, ist absolut unseriös und ist beschämend für jeden, der das gebraucht, ja, um irgendwie zu rechtfertigen, dass man irgendwelche politischen Entscheidungen quasi zwangsläufig mittragen muss. Denn was ist denn, wenn jetzt diese Herrscher gegen christliche Werte angehen? Beispielsweise gegen Grundrechte, gegen Meinungsfreiheit. Fordert die Bibel uns wirklich auf, alles abzunecken? Nein, das findest du nicht in der Bibel. Wir sollen beten. Ja, die ist in Autorität. Das sind Leute, die sind in Autorität. Natürlich. Aber ich habe vor 2 Wochen schon darüber gesprochen. In einer Demokratie ist der Souverän das Volk. Das Volk ist das, worum es geht. Und die für eine gewisse Zeit gewählten Vertreter als Diener dieser Demokratie und die haben eben dem Volk zu dienen. Und wenn sie es nicht tun, ja, dann gehören sie abgesetzt. Wir haben nirgendwo die Aufforderung, alles abzunicken. Das sehen wir gleich noch. Noch ein anderer Aspekt, der da drin mitspielt. Gilt das eigentlich nur für unsere eigene Obrigkeit, wenn man sowas fordert? Oder für jede Obrigkeit auf der Welt? Weißt du, in einigen christlichen Kreisen ist es ja sehr opportun, so gegen Trump zu sein, gegen Trump zu wettern, immer die Nase zu rümpfen über Trump und sich darüber zu überheben. Hey, das darfst du dann aber auch nicht, ne? Das muss dann auch aber komplett wegfahren sein. Oder den Boris aus England, ja, mit seinem Brexit. Dann ist das ja auch offensichtlich alles von Gott, denn dessen Herz wird ja wahrscheinlich auch mit Wasserbach gelenkt. Hier, weißt du was, das ganze Ding ist echt dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt, wenn man so argumentiert. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Ne? Und wenn wir uns in der Bibel umschauen, was sind denn die Helden der Bibel, die du schon in der Kinderstunde mitbekommst? Daniel, ja, der sich vor der hochoffiziellen Anordnung des höchsten Herrschers seiner Zeit, ja, einfach widersetzt. In dem Fall eben seine Religionsausübung einzudämmen. Ein sehr interessanter Aspekt übrigens, gerade heutzutage, wo uns genau gesagt wird, wie unsere Gottesdienste sein dürfen oder nicht sein dürfen. Ne? Er setzt sich einfach drüber hinweg. Fazit ist, ja, er kommt in die Löwengrube und Gott tut ein gewaltiges Wunder. Das ist einfach Protest gewesen, Widerstand gewesen, der hat nicht mitgespielt, der hat es nicht abgenickt. Ja? Schadrach, Meschach, Abednego, die 3 Männer im Feuerofen, genauso. Sie waren nicht bereit, sich vor dem System zu beugen und den falschen Entscheidungen des Systems, sondern sie haben einfach gedacht, nein, wie Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich mache nicht mit. Jonathan und sein Waffenträger, so ein cooles Beispiel. Weißt du, Saul mit seiner reinen Ratgebern und seiner tollen Truppe, mit denen er sich da beratschlagt hat, die saßen unter dem Granatapfelbaum. Ich habe schon mal drüber gesprochen, Granatapfelbaum ist, wie bei dir zu Hause, ein Obstbaum. Das ist kein Riesenbaum, das ist ein besserer Busch. Ja? So, und da waren die also und haben wirklich nach dem biblischen Bericht wochenlang da beratschlagt, was sie machen sollen. Und irgendwann ist Jonathan einfach, er hat die Nase voll gehabt und hat seinen Waffenträger genommen. Ja, und haben sich einfach heimlich still und leise davon gemacht, haben eben den Rat nicht befragt, haben nicht auf Anordnung gehört, sondern sind einfach losgegangen und haben diesen Kampf provoziert und einen gewaltigen Sieg hervorgerufen. Ja, das sind Helden der Bibel. Warum? Weil sie aufgestanden sind für das, was sie wirklich glauben. Und ich sag dir was, such mal in der Bibel, wo du da Ja-Sager findest, Duckmäuser, oder Mitläufer, ja, und dann schau mal, ob, wenn du welche findest, ob die positiv dargestellt werden. Auch mal ein interessanter Gesichtspunkt. Und insbesondere die Propheten im Alten Testament, ja, die waren die Besten. Die haben die Herrscher sowas von angegangen.
die waren so konfrontativ. Du musst dir das mal anschauen, was Jeremia, Jesaja, Hesekiel, was die raushauen an Aussagen, ja, auch gegen ihre eigenen Herrscher. Ne? Die haben so scharf gesprochen, die haben die Konsequenzen aufgezeigt, drastisch. Die haben ohne Kompromisse die Wahrheit weitergegeben. Ja? Und das hat teilweise, weil es so deutlich war, zu erheblichem eigenem Schaden geführt. Beispielsweise bekannt ist Jeremia, aber auch andere. Ne? So, denk mal an Jona in Ninive, der war geradezu beauftragt, das System einer heidnischen Nation herauszufordern. Ne? Oder Micha, zu dem werde ich gleich noch was sagen, das findet man in 1. Könige 22. Der Prophet Nathan musste David konfrontieren nach dem Ehebruch. Ja, aufs Heftigste. Ne? Mit sehr, sehr deutlichen Worten. Das war sein Job. Und zum Glück hat David auf ihn gehört. Ne? Und ihn nicht einfach zur Seite geräumt. David hat kein Disziplinarverfahren und Dienstenthebung gegen den Propheten Nathan ausgelöst. Auch interessant. Ne? Und das allerbeste Beispiel, habe ich schon vorhin gesagt, ist natürlich Mose, der das System der heidnischen Nation sowas konfrontiert durch diese Plagen, bis es in die Knie geht. Ne? Und daneben eben Elia. Goodness, Elia ist doch wirklich klasse. Elia ist wirklich stark. Schauen wir uns mal Elia an, ab 1. Könige 17. Ne? Was wir brauchen, sind Leute, die Position beziehen, ne? die für das, was sie als richtig ansehen, aufstehen. Die nicht einfach auf dem Sofa bleiben und sagen, ach, die Welt ist so schlecht, hoffentlich kommt der Herr bald. Nein, dazu wirst du nirgendwo in der Bibel aufgefordert. Und schon gar nicht von irgendjemand dir fromm verbrämt den Mund verbieten zu lassen. Vorsicht, Vorsicht. Ja? Gut. Bevor ich jetzt mir da Elia anschaue, nochmal einen Gedanken. Was sind denn eigentlich Propheten? Was sind denn eigentlich Propheten? Wir denken ja immer, die müssten in der Gemeinde, in der Christenheit sein. Aber ist das so? Finden wir das in der Bibel, dass die immer nur im Volk Gottes waren? Oder gibt es auch andere Propheten? Ja? Gibt es auch Propheten in der Welt? Weißt du, viele, viele Christen glauben ja eins zu eins dem, was in den Medien gesagt wird. Aber so wie davon berichtet wird, was Gott tut, von irgendwelchen Wundern, von irgendwelchen Heilungen, von irgendwelchen prophetischen Reden, wird es grundsätzlich bezweifelt. Man glaubt der Welt und bezweifelt dem, was im Volk Gottes an Informationen kommt. Nach meinem Verständnis ist der Mediengläubigkeit unter der Christenheit ein riesiges Problem. Denn die Medien sind die Welt. Und die Medien sind etwas, da sind viele, viele, viele Leute geradezu hörig. Ja? Gut, das Wort Prophet im Neuen Testament kommt aus dem Griechischen, ist ein Lehnwort, das heißt Prophetas und bedeutet eigentlich nur Verkünder oder Sprecher. Das ist im Neuen Testamentlichen Wort das Wort Prophet, ein Verkünder oder Sprecher. Einer, der also was weitergibt. Okay. Im Alten Testament haben wir mehr auch noch den Aspekt eines Sehers, eines Schauers, also einer, der im Übernatürlichen was sieht, oder auch teilweise einfach nur steht es für Mann Gottes. Eben jemand, der Mann Gottes ist. Im Hebräischen finden wir meistens das Wort Nabi und das heißt eigentlich sowas eben auch wie Versprecher oder Verkünder, ja, Berufener. Erstmal steckt da gar nicht so viel mehr dahinter. Okay. Elia. Ihr kennt die Situation. Elia konfrontiert das System, das ist das gefallene Nordreich unter dem König Ahab. Der war mit der Isabel verheiratet. Die hat gegen das Volk Gottes gearbeitet, die Diener Gottes ausgerottet und so weiter. Und irgendwann kam es dann zu diesem berühmten Showdown auf dem Karmel, wo Elia es hat drauf ankommen lassen. Auf eine richtige, richtige, richtige Machtprobe. Weißt du, Elia hat in keiner Weise das System gut geheißen oder in irgendeiner Weise sich dazu gestellt. Elia hat in keiner Weise den Herrscher akzeptiert oder gesagt, naja, was der Ahab macht und die Isabel ist von Gott. Sondern er hat gesagt, nein, das widerspricht den Vorgaben Gottes. Und er ist hingegangen und hat absolut scharf konfrontiert. Hat gesagt, pass mal auf, Junge, erst wenn ich es wieder sage, dann fällt hier Regen. Weißt du was, du liest vorher kein Wort von Elia. Du weißt kaum, wo der herkommt. Okay, da steht nur einmal aus Tischbe, sonst weißt du nichts. Du weißt nicht, hat der einen Auftrag von Gott bekommen? War der irgendwie prophetisch vorbegabt? Was ist denn da?
kein Wort. Der taucht auf, konfrontiert das System und sagt, hier wird jetzt Hungersnot sein, bis ich sage, weil ihr wieder göttlich handelt. Ne? Und dann irgendwann nach mehreren Jahren kommt es eben zu diesem Showdown, zu dieser Kraftprobe dort oben auf dem Karmel. Da heißt es in 1. Könige 18, Vers 19, und nun sende hin, sagt Elia, versammel ganz Israel zu mir an dem Berg Karmel und die, Achtung, 450 Propheten des Baal. Und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Oha, da gab es ein paar hundert Profis, die waren offensichtlich von der anderen Seite, die Propheten. Die werden auch Propheten genannt. Etwas weiter, in Vers 40 heißt es dann, und Elia sagte zu ihnen, nachdem der Showdown dann gelaufen war, packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Sie wurden hingerichtet. Die Konfrontation, die wir bei Elia sehen, ging gegen das System, was gefallen war. Die Konfrontation, die wir bei Mose sehen, ging gegen eine heidnische Nation. Und es waren absolut aggressive Vorgehensweisen hier. Tja, das sind unsere Helden der Bibel. Die haben das nicht abgenickt und nicht Ja gesagt und nicht sich weggeduckt, sondern die haben Position bezogen. Ja? Etwas später in dem Ablauf taucht der Prophet Micha auf. Micha, ganz wenig bekannt. Ne? Da findest du folgende Aussage, und zwar in 1. Könige 22, Abvers 6, das ist jetzt eine längere Bibelstelle. Da geht es nämlich auch um den Propheten Ahab. Also die 450 Baalspropheten waren erledigt. Das steht hier allerdings nicht, dass sie die 400 Propheten der Aschera erledigt haben, warum auch immer. So, jetzt ist also hier die Situation von Micha. Da ist folgendes, der König Ahab, der gleiche König, der bei Elia war, will also in den Krieg ziehen und mit dem König des Südreiches, Josaphat will er gemeinsame Sachen machen und den Krieg ziehen. Und jetzt wollen sie Propheten befragen, ob das eben okay ist, dass sie das machen oder besser nicht. Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann. Vielleicht waren das die 400, die noch übrig geblieben waren, weiß man nicht. Und er sagte zu ihnen, soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Das ist eine präzise Frage, ne? Sie sagten, zieh hinauf und der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Achtung, die Aussage und der Herr, an der Stelle steht nicht Yahweh, also nicht das Wort Yahweh, was bei uns als Herr wiedergegeben wird, hier steht nur Herr. Also im Sinne von, hier wird Gott wird es in die Hand des Königs geben. Nicht erstmal auf den Herrn, unseren Herrn bezogen. So, und der Josaphat sieht sich das an und sagt, ist hier kein Prophet Jahwes mehr, dass wir durch ihn Yahweh befragen? Gibt es hier keinen? Ist das alles, was ihr zu bieten habt, diese 400 Leute? Der hat sofort erkannt, die waren von der anderen Partei. Ne? Da sagte der König von Israel zu Josaphat, einen Mann gibt es noch, durch den man Yahweh befragen könnte. Also die anderen, wo waren die? Keine Ahnung, weg. Aber ich hasse ihn. Denn er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Es ist Micha, der Sohn des Jimla. Josaphat aber sagte, der König spreche nicht so. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und sagte, hole schnell Micha, den Sohn des Jimla. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Gewändern, auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria, und alle Propheten weissagten vor ihnen. Hey, das musst du dir mal vorstellen. 400 People, die da weissagen vor zwei Königen im vollen Ornat. Ist doch eine wirklich coole Szene, ne? Gut. Aber der Josaphat sagt, nee, wir brauchen da einen Prophet, der Yahweh hört. Der wusste genau, worum es geht. Und Zedekia, der Sohn des Kenaana, machte sich eiserne Hörner und sagte, so spricht Yahweh, Achtung, jetzt sagt er, so spricht Yahweh, mit denen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast.
Ebenso weissagten alle Propheten, indem sie sagten, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead und führe Israel zum Sieg. Jahwe wird es in die Hand des Königs geben. Der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte, sieh doch, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Lass doch dein Wort sein wie das Wort eines von ihnen und rede Gutes. Hey, das war echt Manipulation. Vielleicht war es auch Einschüchterung. Ja, aber dieses Ding, hey, pass dich doch ein bisschen an. Mach doch mal einen Kompromiss. Sei doch nicht so streng. Hör das, ne? Was sagt glücklicherweise Micha? Er sagte, so wahr Jahwe lebt. Nur was Jahwe mir sagen wird, das werde ich reden. Diese Story hatte übrigens für ihn sehr negative Konsequenzen. Weil er das gesagt hat, was Gott ihm eben gesagt hatte, wurde er erstmal von den anderen Propheten hier derb angegangen und hinterher landete er im Gefängnis. Ja, weil man hat ihm einfach nicht geglaubt. Man hat das als sehr, sehr unpassend angesehen. Es war eben nicht konform, es war nicht das, was man hören wollte. Gut, wenn wir dann weitergehen in der Geschichte, etwa 12 Jahre später, ne, in der Zeit war jetzt der Sohn Ahabs, Joram, war in Position und da gab es den Propheten Elisa. Ne? Und wieder hast du das gleiche Ding. Josaphat ist da aufgetaucht, der König des Südreiches, und da ist eben auch Joram, der will wieder in den Krieg ziehen und so weiter. Und Josaphat sagt, ist hier kein Prophet Jahwes, dass wir Jahwe durch ihn befragen können. Das ist fast die gleiche Formulierung. Etwa 12 Jahre später. Ne? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel, das heißt, der König hatte nicht mal mehr den Durchblick, ne? Und sagte, Elisa ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elias Hände goss. No, dass das der Nachfolger von Elia war und dass Elia Stress gemacht hatte, das dürfte der König gewusst haben. Josaphat sagte, das Wort Jahwes ist bei ihm. Da gingen der König von Israel und Josaphat und der König von Edom, mit dem hatten sie sich auch noch verbünden, zu ihm hinab. Das ist ja auch schon mal interessant. Den haben sie auch nicht einfach geholt, sondern da mussten sie sich schon hinbewegen. Ne? Sie gingen also zu Elisa. Ne? Und Elisa sagte zum König von Israel, was habe ich mit dir zu tun? Oh. Der hatte das auch nicht gelesen, wie man sich den Herrschern gegenüber verhalten soll. Der hatte das auch mit der Gotteslästerung nicht verstanden. Der hat das einfach so gesagt, wie er es auf dem Herzen hatte. Ne? Was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Hat ihn abgebügelt. Geh zu den Typen, mit denen du doch sonst immer rummachst. Was willst du hier? Der war politisch nicht sehr korrekt hier, ehrlich. Ne? Der König von Israel aber sagte zu ihm, nein. Hat doch Jahwe diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Da sagte Elisa, so wahr Jahwe, Zebaoth, der Herr der Herrscher, lebt, vor dem ich stehe, für wahr. Wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Das war sein König, zu dem er so geredet hat. Das war der Herrscher, der ihm eigentlich vorgesetzt war. Elia hat die Konfrontation gesucht. Micha wurde in die Konfrontation gezwungen. Aber Elisa, der war noch kerniger. Ne? Der hat ihn also wirklich, wirklich, man könnte fast sagen, verachtet, also vom Verhalten her. Er hat ihm dann gesagt, was ist. König hat sich nicht dran gehalten. Ende vom Lied war, dass der König gefallen ist, der König Joram, und dass Josaphat noch knapp mit dem Leben davongekommen ist und dass die Feinde gesiegt haben. Weißt du was? Ich glaube, das Thema Prophetie ist viel weiter verbreitet, als wir so normalerweise im christlichen Kontext denken, und dass es viel mehr Prophetie gibt, irgendwelche Sachen, die gesagt werden, die verkündet werden, die vorhergesagt werden, ganz allgemein, ja, als wir das uns so bewusst machen. Ja? Natürlich gibt es das im okkulten Bereich, Wahrsagerei, Horoskope und so weiter, Sterndeuterei, ja, natürlich.
Aber es gibt auch noch ganz andere Sachen. Jeder Zukunftsforscher ist jemand, der aus irgendwelchen empirischen Daten irgendwas raussucht und Vorhersagen macht. Einer, der Vorhersagen macht. Ne? Manches ist wissenschaftlich, manches sind aber auch eigentlich vielleicht nur Vermutungen. Manches, da denkst du fast, na, das klingt ja fast, als ob der Informationen von der Gegenseite hatte. Vielleicht sind einfach auch nur Propheten von der anderen Seite. Vielleicht. Ne? Ich möchte es mal so formulieren. Eigentlich sind die Propheten unserer heutigen Tage die Medien. Die Medien. Medien sind die Propheten unserer Tage. Und ich sage das erstmal komplett wertfrei. Da ist nicht positiv und nicht negativ gewertet. Das ist einfach nur mal eine Aussage. Ne? Die können positiv wie negativ natürlich genutzt werden. Aber eigentlich ist das von der Art, wie Medien auftreten, das ist das. Medien entscheiden heute, was der größte Teil der Menschen glaubt oder nicht glaubt, für richtig hält oder für falsch hält, ja, wo sie mitmachen oder nicht mitmachen. Denkt man nur beispielsweise folgendes kleines Gedankenspiel. Angenommen, die Medien hätten zu Beginn der Corona-Maßnahmen der Regierung das als negativ dargestellt. Nur mal angenommen, das wäre innerhalb von Tagen, wäre das Thema vom Tisch gewesen. Stimmt's? Die Medien entscheiden, was die Leute glauben sollen und sich verhalten sollen. Ne? Und genau, sie machen die Vorhersagen. Nun, jetzt musst du eins berücksichtigen. Das Wort Medien finde ich ja sehr interessant im Deutschen. Ne? Beziehungsweise im Englischen genauso. Medien. Das ist die Mehrzahl von Medium. Was ist denn eigentlich ein Medium in Einzahl? Ein Medium, so habe ich es gelesen bei Wikipedia, ist nach neuem Verständnis, nach neuerem Verständnis in der Kommunikation ein Vermittelndes im ganz allgemeinen Sinne. Das Wort Medium wird in der Alltagssprache meist, nein, das Wort Medium in der Alltagssprache lässt sich oft mit Kommunikationsmitteln gleichsetzen. Medium bezeichnet eine Person, die von sich behauptet, Botschaften von übernatürlichen Wesen wie Engeln, Geistern oder Verstorbenen zu empfangen. Der Begriff wird unabhängig von kulturrelativen, religiösen oder okkulten Weltbildern verwendet. Medien, Medium, empfangen irgendwas, geben es weiter. Interessant, nur mal als Gedanke, ja, dass ich da, was sich da so abspielt. Ich glaube, vieles von dem falschen Propheten, wovor uns die Bibel warnt, ist einfach das, was irgendwie in der Welt uns weitergegeben wird von irgendjemand. Ne? Ein Beispiel. Jemand sagt, in dieser Krankheitsphase wird es Millionen von Tote geben. Einfach so. Das sagt er einfach so. Worauf basiert das? Woher hat er das? Sind das nur Vermutungen? Oder ist das negative Prophetie? Wie kommt das? Nur als Gedanke. Jetzt möchte ich hingegen nochmal einen anderen Schwenk nehmen. Und zwar ich habe ja gesagt, das ist wertneutral. Prophetie in den Medien kann so oder so sein. Ne? Wertneutral. Einfach ein, ja, positives, nicht richtig, aber ein korrektes, eine korrekte Vorhersage weitergeben. Und zwar eine göttliche Prophetie und parallel dazu eine weltliche Vorhersage. Okay, Arndt Kischkel ist jemand, den ich sehr schätze, ein Mensch, der prophetische Bilder und Worte empfängt, hat am 4. April diesen Jahres, 2020, ein prophetisches Bild gehabt und das hat er weitergegeben. Und da heißt es jetzt in gekürzter Form, weil ich will nur einen Punkt daraus herausnehmen, da heißt es, im Gebet sah ich 5 Hügel vor mir, die alle auf dem vor uns liegenden Weg zu bewältigen waren. Ich merkte, dass diese vor uns liegenden gesellschaftlichen Erschütterungen markierten, relativ kurz hintereinander. Also auf dem Weg 5 Hügel, die für 5 Erschütterungen standen. Ich sah 5 Krisen kommen, in relativ kurzer Folge hintereinander. Mir wurde bewusst, dass dies nur Reaktionen des Feindes waren auf gewaltige Durchbrüche, die Gott denen ermöglichen möchte, die ihm vertrauen. Da war als erster Berg die Corona-Pandemie. Okay?
Dann sah ich eine Hitzewelle im Sommer 2020. Dann eine massive Finanzkrise, daraufhin eine Erschütterung in der Politik und schließlich eine spirituelle Sinnkrise, die viele Menschen erfasste. Und weiter in der Prophetie, etwas später heißt es dann, Gott möchte die Herzen wieder mit seiner Liebe entzünden und mit dem Feuer seines Geistes entfachen. Im Sommer diesen Jahres ist ein solcher Feuerfall verheißen und Christen können in der ersten Liebe aufstehen. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass es klimatisch in unserem Land eine starke Hitzewelle geben wird. Wofür werden unsere Herzen brennen? Worum es mir geht in diesem prophetischen Eindruck, ist diese Hitzewelle. Im Sommer, ist ja sehr präzise formuliert, ne? Im Sommer 2020, Hitzewelle, ja, klimatische Situation. Ein prophetisches Wort, Anfang April weitergegeben, von jemand, der prophetisch empfing. Dann habe ich eine Meldung gefunden vom 4. Juni, 2 Monate später. 4. Juni war gestern, ne? Da heißt es, düsteres Bild für den Sommer. Experte warnt, diese Wetterprognose macht Angst. Die Prognose für das Wetter im Sommer 2020 in Deutschland macht einem Experten richtig Angst. Er warnt vor einem Katastrophenszenario. Wie wird das Wetter im Sommer in Deutschland im 2020? Erste Vorhersagen haben ein erschreckendes Bild skizziert. Jetzt haben die ersten Wetterdienste die neuesten Prognosen vorgelegt. AccuWeather zeichnet für den Sommer 2020 ein europäisches Katastrophenszenario. Wetter im Sommer 2020 in Deutschland, also die wiederholen sich reichlich häufig, ne? Hitzewelle rollt über Europa und bringt Unwetter. Der Wetterdienst rechnet mit einer großen Hitze von Spanien über Frankreich, Benelux und Deutschland bis nach Polen. Die Hitzewelle überrollt Deutschland und bringt wieder Topwerte von um die 40 Grad Celsius. 2 Monate später findest du so eine Aussage. Man kann sagen, wie wissen die jetzt, wie das Wetter in diesem Sommer wird? Wir haben noch Frühling, ja? Woher wissen die das? Das sind einfach wissenschaftliche Auswertungen und so weiter und die kommen zusammen. Hier hast du also aus den Medien eine Vorhersage und aus dem geistlichen Bereich eine Vorhersage und die sind im Grunde genommen deckungsgleich. Ja? So, und das ist interessant. Die Medien, nochmal, die sind erstmal wertfrei. Ja? Das ist erstmal in keiner Weise so sagen, aus den Medien kommt nur Böses oder Schlechtes. Himmels Willen, gar nicht. Es gibt super Journalisten, es gibt absolut top Leute in der Presse. Es gibt super Leute, die sind seriös, das ist wirklich gut. Die machen eine super, super Arbeit. Ich möchte das wirklich betonen. Ne? Gleichzeitig gibt es natürlich auch Sachen, die sind nicht so prickelig. So, aber hier einfach diese Parallelität fand ich so bemerkenswert. Wie gesagt, habe ich gestern gefunden und hat mich einfach angesprochen, ne, weil ich an dieses prophetische Wort dachte. Ein prophetisch begabter Mensch sagt etwas und die Medien bestätigen es 2 Monate später und sagen, genau das ist der Fall. Nun, von daher seien wir mal auf diesen Sommer 2020 gespannt. Wenn man das Wort ernst nimmt, könnte das unter Umständen dazu führen, dass du überlegst, wie du dich auf den Sommer präparierst. Vielleicht solltest du dir überlegen, ob du dir jetzt so ein Klimagerät kaufst, ne? Und nicht dann, wenn sie alle ausgegangen sind. Nur mal als kleinen Tipp, ja? Wenn du sowas ernst nimmst. Okay, gut. Und damit komme ich auch ganz langsam zum Schluss. Denn wenn wir schon so viel über Prophetie reden, da habe ich jetzt doch wirklich ein Wort für dich, was ich dir weitergeben möchte. Und das ist durchaus schon älter, sogar schon über 2 Jahre alt. 2 Jahre alt, habe ich am 27. März 2017 empfangen. Ihr merkt, in diesem Gottesdienst geht ziemlich viel um Prophetie. Ja? Und wir springen auch ein bisschen, ja? Von heutiger Prophetie, auch die Sigrid vorgetragen hat, zu dem, was im Alten Testament war. Dann hier dem Wort von Arndt Kischkel. Und jetzt kommt noch was von mir. Das ist ein längeres Wort. Ich habe da einige Ausschnitte rausgenommen. Die Berufung Deutschlands, dienende Leiterschaft. Dienende Leiterschaft. Ich finde, das Wort dienende Leiterschaft hat mich sehr angesprochen, deshalb habe ich das auch ausgewählt, weil dienende Leiterschaft ist ja gerade das, was wir von unseren Volksvertretern erwarten. Dienende Leiterschaft. Ja? Das Volk ist der Souverän, das Volk ist die Obrigkeit. Ja? Und dienende Leiterschaft muss dem Volk dienen und es gleichzeitig leiten. Gut. Die Berufung des heutigen Deutschlands als Nation ist die von dienender Leiterschaft.
Dienende Leiterschaft, die sich nicht über andere erhebt, nicht andere terrorisiert, nicht andere manipuliert oder unterjocht, sondern ihnen im positiven Sinne dient und sie anleitet. Über die Jahrhunderte hat der Feind diese Stärke, die ich diesem Volk und dieser Nation geschenkt habe, immer wieder aufs Furchtbarste pervertiert und torpediert. Deutschland hat die Rolle dienender Leiterschaft in einer Weise missbraucht, wie wenige Völker es in der Geschichte jemals vollbracht haben. Dennoch liegt meine Berufung auf diesem Volk. Dennoch liegt meine Hand auf diesem Volk. Dennoch werde ich hervorbringen, dass Deutschland in dieser Position dienender Leiterschaft und vor allem in anerkannter, gesehener, akzeptierter, verstandener, dienender Leiterschaft unter den Nationen hineinkommt. Das ist momentan nicht der Fall. Momentan wird das Land von Mächten hin und her geworfen. Doch ich werde meine Hand von dieser Nation nicht abziehen. Ich werde meine Hand von diesem Land nicht abziehen. Ich werde meine Hand von den Menschen nicht abziehen. Mein Wille kommt hervor. Meine Absichten, auch mit Deutschland, kommen hervor. Das, was der Feind an katastrophalem, zerstörerischem, entsetzlichen geplant hat und tatsächlich teilweise realisieren konnte, hält mich nicht davon ab, das, was ich an Segen für Deutschland, für Europa und für die Welt geplant habe, freizusetzen. Das hat nichts damit zu tun, dass Deutschland sich das verdient hätte. Das hat nichts damit zu tun, dass Deutschland sich das erarbeiten könnte. Es ist meine Berufung, die auf diesen Menschen liegt, und ich werde sie dorthin bringen. Ich werde Menschen erheben, die momentan noch vollkommen unbekannt sind, die aber das Herz dienender Leiterschaft in sich tragen. Ich werde sie erheben und in Position bringen, dass sie das Land anleiten, in die von mir gegebene Berufung hineinzugehen. Ich werde Menschen erheben, die noch keiner kennt, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Deshalb werde ich gewisse Erschütterungen nach Deutschland kommen lassen, und zwar in jedem Gesellschaftsbereich. Erschütterungen, die Dinge ans Licht bringen, die schon lange existent sind, aber die jetzt immer und immer wieder verborgen wurden. Es sind Dinge, die durch das Voranschreiten des Leibes Jesu auf der ganzen Welt ans Licht kommen. Dinge, die durch Gebet ans Licht kommen. Dinge, die durch Fürbitte ans Licht kommen. Dinge, die offenbar werden von den Plänen, Absichten und Strukturen des Feindes, die ich offenbar machen werde, ans Licht bringen werde und beseitigen werde. Ich möchte, dass mein Volk in den deutschsprachigen Nationen nicht erschrocken ist, wenn derartige Erschütterungen kommen. Diese Erschütterungen sind sehr, sehr gut, weil sie das Hervorkommen meines Reiches, des Reiches Gottes, des Reiches der Gerechtigkeit, der Liebe, des Friedens, der Freude, der Annahme verkündigen. Dinge werden ins Wanken kommen, die bis jetzt unerschütterlich gelten. Dinge werden offenbar werden, die bis jetzt für undenkbar gelten. Dinge werden offenbar, von denen zahlreiche hoffen, dass sie niemals erkannt werden würden. Menschen, die heute hochgeachtet sind, werden sich vor Scham nicht mehr auf die Straße trauen. Menschen, die meinen, heute für das ganze Volk sprechen zu können, werden als Lügner dargestellt werden. Menschen, zu denen heute viele Millionen aufschauen, werden als erbärmliche Marionetten in der Hand des Feindes erkannt werden. Und es ist gut, wenn mein Volk für diese Menschen betet, dass sie nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Nur wenige halten es für möglich, dass es ein solches Eingreifen Gottes in einer Gesellschaft wie Deutschland geben könnte. Doch mein Arm ist nicht zu kurz. Dinge werden sich sehr, sehr schnell verändern. Mitunter ruckartig, mitunter wie ein Erdbeben, wie eine gewaltige Erschütterung, wie ein plötzlich hereinbrechender Tsunami, der die Landschaft verändert. Das Reich Gottes braucht sich nicht zu erklären, braucht sich nicht zu verteidigen, braucht sich nicht politisch korrekt zu sein. Das Reich Gottes ist ewig
und ich teile meinen Herrschaftsanspruch mit niemand. Wenn mein Volk sich von den Informationen der Welt leiten lässt, statt vom innewohnenden Geist, werden sie entmutigt sein. Deshalb habe ich meinem Volk geboten, sie sollen alles prüfen und das Gute behalten. Das bedeutet, dass sie grundsätzlich alles prüfen sollen, was ihnen an Informationen geboten wird. Das bedeutet nicht nur prophetische Worte, sondern grundsätzlich alle. Und sie sollen nur das bewahren, wo sie ein innewohnendes Zeugnis des Heiligen Geistes haben. Das ist das Gute. Der größte Teil meiner Kinder in Westeuropa hält sich nicht an diese Weisung. Sie lassen sich von dem, was ihnen die Welt an Informationen vorwirft, vollkommen beeinflussen und halten etwas für real, was dabei ist, komplett verändert zu werden. Wichtig ist, der Blick in die übernatürliche Dimension, in mein Reich zu haben und nicht auf das zu Ende gehende Reich dieser Welt. Das ist ein System von Lüge, Manipulation, Unwahrhaftigkeit und Täuschung ist. Das war dieses prophetische Wort. Und ich wollte dir das weitergeben, weil ich glaube, dass es genau diese für uns heute so wichtige Richtung angibt. Weißt du, ich habe eingangs gesagt, wir beten viel für Licht. Das ist genau das, was in diesem Wort steht. Ja, wo Gott sagt, wir brauchen Licht. Die Sachen müssen ans Licht kommen, was läuft. Wenn es heißt, betet für die Obrigkeit, betet für alle Menschen, betet für die Könige, betet für die Herrscher, dann heißt das, betet, dass Licht kommt, betet, dass sie gerettet werden, betet, dass sie in die richtige Position kommen, betet, dass sie die Dinge tun, die Gott wohlgefällig sind, betet, dass sie nicht in die ewige Verdammnis gehen. Durch irgendwelche Maßnahmen oder sowas. Betet dafür. Das heißt nicht, segnet alles das ab, was sie sagen oder was sie planen oder was sie tun, sondern betet in der Position und der Autorität, die ihr als Kinder Gottes habt. Und ich glaube, das ist etwas, was ein viel gesunderer Umgang damit ist, viel mehr dem Willen Gottes entspricht, als irgendwie alles abzunicken, Kopf einzuziehen, Ja zu sagen und ständig nur zu sagen, dass die Obrigkeit, die macht das alles richtig, ist alles von Gott, ich halte die Klappe. Das ist nicht das, wozu der Herr uns berufen hat. Wir als Kinder Gottes haben Autorität. Wir sind eigentlich diejenigen, die Könige, die Priester, die Propheten sind. Wir sind diejenigen, die Autorität haben und eigentlich das Land im Geist nach den Absichten Gottes gestalten sollen. Und wenn irgendwelche Systeme dieser Welt sich dagegen stellen, dann haben wir die Aufgabe, wirklich im Gebet das in die richtige Position hineinzubewegen. Und ich glaube, das ist das, was du und ich tun sollten. Und in dem Sinne hoffe ich, dass dieser Predigt dir ein bisschen Klarheit gebracht hat über dieses Thema Umgang mit diesen biblischen Aussagen und vielleicht auch ein bisschen Umgang mit Prophetie. Amen. Also ich habe viele Dinge erst wieder neu gehört und den Zusammenhang auch verstanden. Und wie wir am Anfang gesagt haben, wir müssen die Dinge hören. Wir dürfen einfach nicht in diesem Weghören bleiben. In den Johannesbriefen wird immer wieder geschrieben, hey, ihr müsst feste Speise haben. Wir können nicht mehr einfach so weitermachen, wie wir das bisher so gemacht haben, sondern wir müssen wirklich hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und wenn wir diese Worte jetzt gehört haben, dann ist es an uns allen, das zu prüfen. Ja. Es ist dran, was nehme ich davon für mich? Was lasse ich einfach so stehen? Und was ist für mich nicht so geeignet? Du bist frei, dich zu entscheiden, auch was du hörst. Und zu dem sumpfigen Keller des Internets. Ich habe eigentlich gedacht, ach, ich fühle mich in diesem Internet auch jetzt ganz gut hier. war gar nicht so sumpfig. Im Internet gibt es jetzt sehr, sehr viele gute Dinge. Gerade in dieser Krisenzeit gab es und gibt es immer noch sehr gute Angebote, sehr bereichernde Dinge. Und in allen diesen Angeboten musst du hören, was der Geist sagt. Der Heilige Geist lebt in uns. Ja. Das ist doch nicht irgendwie nur so ein Theologische Wahrheit.
Ja, es ist doch keine theologische Wahrheit. Wenn du selber nicht weißt, wie ist das denn mit dem Heiligen Geist? Wie hört ihr denn den Heiligen Geist? Was ist denn das mit dem Heiligen Geist? Fang an, darüber zu beten, dass du in deinem Leben zu einem Verständnis kommst. Er ist der, der am meisten daran interessiert ist, dass wir ihn hören und verstehen. Der Heilige Geist will zu dir sprechen. Amen. Er will dir Rat geben. Er ist der Planer der Wunder. Wenn du ein Wunder in deinem Leben brauchst, musst du mit ihm bekannt werden. Musst du mit ihm in eine Gemeinschaft und in eine Beziehung kommen. Sonst kannst du nicht hören, was er sagt. Und er ist der, der uns in alle Wahrheit leitet. Der uns in alle Wahrheit leitet. Und das ist genau jetzt auch bei diesem Abend, der ja auch wieder so speziell war, ist es nötig, dass du fragst, Herr, was meinst du? Was ist das für mich? Was bedeutet es für mich? Absolut. Wo richtig. Muss ich jetzt lang beten? Ich habe vielleicht vorher das anders gemacht, aber was soll ich jetzt tun? Warte mal. Also wenn du beispielsweise sagst, ich habe momentan wirklich andere Sachen bei mir als Thema, ich kann damit jetzt nichts anfangen, das ist doch kein Problem. Ja. Dann tust du es einfach, aufs Regal legen, sagst du, habe ich momentan, ist nicht mein Ding und gut ist es. Ja. Ist doch kein Problem. Ja, aber du solltest es auf jeden Fall sagen, prüfen und das Gute behalte ich. Ja, egal was ist. Auch hier diese Predigt, auch der Gottesdienst, sonst was. Ja, prüfe alles und vor allen Dingen prüf die Nachrichten und prüf, was du liest und prüf, was du hörst. Genau. So, hast du noch? Hat doch gut gepasst. Ja. Vom Hören. Vom Hören auf den Herrn und vom Hören auf das prophetische Wort und vom Hören auf die Art und Weise, wie wir mit Informationen umgehen. Nochmal, nur damit wir es komplett haben, diesen Freundesbrief mit diesem prophetischen Wort vom 26. April, ne? Von dir, das prophetische Wort für die Situation jetzt hier bei uns. Genau, da hatten wir auch einen Gottesdienst drüber gehalten. Wenn du das haben willst zum Weitergeben im Hauskreis oder sonst was, wenn du das haben möchtest, weil du sagst, da gibt es Leute, denen würde ich das gerne weitergeben. Du kannst es bei uns bestellen. Also es ist wirklich gerne, schick mir das zu. Für dich natürlich. 10, 20, 30, wenn du welche möchtest, schicken wir dir von Herzen gerne zu. Ja, einfach schreiben, hier der Freundesbrief mit der Prophetie oder was, wir wissen schon dann, was ist. Ne? Und unsere Freundesbriefe kommen nicht so oft. Ja. Manchmal melden sich Leute bei uns an, weil sie denken, wir haben die auf den Verteiler geschmissen, aber die kommen nur 3 bis 4 Mal im Jahr. Ja. Also du wirst hier nicht überschüttet jetzt mit unserer Post. Aber wie gesagt, wenn du möchtest, schicken wir dir die gerne. Sehr gerne zu. Und genauso auch unsere Broschüre Der Spaziergang. Das ist ein evangelistisches Büchlein. Traktat kann man nicht sagen. Es ist wirklich mehr. Gut gemachtes Büchlein. Mit Gebeten zum Übergabe, mit so ein Zettelchen, den man ausfüllen kann, dass man das Leben Christus gegeben hat. Für jemand, der einen Neuanfang mit Jesus machen will und so weiter. Einfach, denke ich mal, ein ungewöhnlicher Ansatz, um in die Thematik reinzukommen. Ja. Für Leute, die sich mit dem Thema Tod beschäftigen oder mit Übersinnlichen, mit Esoterik, aus diesem ganzen Ding. Es ist ein interessantes Ansatz. Wenn du es dir erstmal anschauen willst, schreib uns einfach an, sag, schick mir mal eins, schicken wir dir gerne kostenlos zu. Ja. Dann kannst du es mal anschauen, ob das was für dich ist. Und auch prüfen. Auch prüfen, ja genau. Alles, aber was wie wir gesagt, lesen und das tun. Haben wir gerne für dich. Genau. Und nochmal eine kleine Vorab-Info. Das ist jetzt, ihr seid die allerersten, die es jetzt erfahren. Ja, also wirklich, du bist ja auch gespannt, hä? ich arbeite gerade an einer kleinen Broschüre. Einige von euch kennen das Heftchen Ein geistlicher Tsunami. Das haben wir vor einigen Jahren rausgebracht und das war wirklich, ich weiß das nicht, war stark. Tausende und Tausende von diesen. 10.000, über. Weit über 10.000 haben wir davon gedruckt und verschickt. Ja. Und eine ähnliche Broschüre mit prophetischem Reden zu der heutigen Zeit in dieser endzeitlichen Ernte, in die wir hineingehen, arbeite ich gerade dran, mit Worten speziell auch für Deutschland. Ich denke, wir werden es so zu dem heißen Sommer dann irgendwann fertig haben, vielleicht Sommer so in 6 Wochen. In 6 Wochen bin noch dabei, das zusammenzutragen, aber es nimmt schon Form an und ich kann das schon mal ankündigen, es wird kommen. Also das ist ein
ja, Heft ist ein bisschen... Eine Sammlung? Ein kleines Büchlein, naja, Büchlein ist auch zu viel gesagt. Eine Broschüre mit prophetischen Worten speziell zu Deutschland. Und die kannst du dann also auch bei uns kostenlos bestellen. Ja. In Hülle und Fülle, ja. Und wir haben von diesem ersten, von diesem geistlichen Tsunami, da haben wir erstaunliche Sachen gemacht. Ganze Gemeinden wurden dadurch verändert und aufgebaut, ja, und für die Erwartung einfach, dass Gott was Großes tut, neu, ja, gewonnen. Und das Ding hier, denke ich, das ist noch ein Zacken schärfer. Das ist grandios, was der Herr sagt. Gerade zu Deutschland. Es ist grandios. Wir dürfen uns echt freuen. Also wir beten für unser Land. Wir beten, dass wir in dieser bewegenden Zeit jetzt in eine neue Dekade reingehen, in eine neue Zeit. Und mich begeistern prophetische Worte, weil sie mir einfach diese Hoffnung und diese Zuversicht, ja, mitteilen, dass der Herr am Werk ist. Ja, und dass er etwas tut. Und er hat unser Land nicht vergessen. Im Gegenteil, er hat eine starke und große Berufung, ja, dafür. Lass uns zum Schluss beten zusammen. Und einfach dem Herrn diesen Abend anbefehlen, euer Leben anbefehlen, den Tag, morgen, das Wochenende. Wie gesagt, ihr könnt die Predigt nochmal nachschauen, ja, genau, am Sonntag. Sonntagvormittag stellen wir die auf unserer Webseite und, ja, dann auch auf YouTube ein. Genau. Und am Setting arbeiten wir. Ne? Es wird besser. Ja. Vater im Himmel, wir wollen dir danken jetzt für das Austeilen deines Wortes. Wir wollen dir danken, dass du uns aus der Fülle dessen hast nehmen lassen, was du uns zur Verfügung gestellt hast. Und ich bete für jeden, der diesen Gottesdienst hier gehört hat und auch noch hören wird, dass du ihm oder ihr ganz neu begegnest und dich offenbarst im Leben, ganz praktisch, wirklich hörbar, wirklich zum Anfassen sichtbar, dass wir erfassen können, welche Höhe und welche Tiefe und welche Breite und alles dieses in dir ist und dass wir Überwinder-Mentalität, Überwinder-Charakter entwickeln und dass wir mit dir durch, yes, diese Zeit durchgehen, dass du zu uns sprichst und dass wir hörende Ohren haben. Und wir danken dir, dass du mit uns bist. Wir danken dir, dass wir nichts zu fürchten haben. Wir danken dir, dass du allen unseren Bedürfnissen begegnest und dass du besorgt bist für uns. Ich segne jeden, wir segnen jeden, der jetzt hier in diesem Chatroom ist, in diesem Schauen dieser Predigt. Sei gesegnet, dass deine, ja, Gedanken bewahrt sind in Gott, dass dein Herz bewahrt ist in Gott und dass er dich weiterbringt. Ja, ich möchte beten für jeden Einzelnen hier, ja, der hier zuschaut. Ja. Und ich bitte dich, dass du das wirklich empfängst, dass du geöffnete Ohren, ja, hast, Amen, yes, damit du wirklich, yes, hören kannst. Ja. Ja. Öffne mir die Ohren, Herr, ja, öffne mir die, ja, Augen, Herr, ist ein Gebet, was wir, ja, beten können, was wir beten sollen, damit wir die Leitung, die Führung des Heiligen Geistes immer, yes, mehr kennenlernen. Wir brauchen es dringend und wir brauchen es dringend in den Jahren, die vor uns liegen. Ja. Wir brauchen es in dieser Zeit, Amen, damit wir wirklich, wirklich wissen, was ist der Wille des Herrn, was ist seine Führung für uns im Großen und im Kleinen, wo sind wir wirklich mit ihm unterwegs. Dass wir nicht auf irgendwelche, yes, Leiter hören, die uns irgendwas sagen, sondern dass wir wissen, ist es wirklich im Willen Gottes, was hier gesagt wird oder was läuft hier. Ja, ich bete für dich, dass du geschärft bist, dass du gestärkt bist, dass du das Reden des Heiligen Geistes ungehindert hörst, dass du Träume hast, dass du Visionen hast, dass du merkst, dass der Herr einfach auf eine ganz intensive Art mit dir kommuniziert, ja, und dass das freigesetzt, das ist. Stimmt. Ich segne dich damit. Ich spreche, stimmt, aus, dass das freigesetzt ist, yes, und dass die Befürchtungen, die da manchmal sind, die falsche Lehre, die da sind, dass die weggenommen ist, ja. Die Bibel sagt, Jesus sagt, wenn wir um den Geist bitten, der Vater gibt nicht eine Schlange, ja, er gibt nicht einen Skorpion, er gibt nicht irgendwas Komisches,
Er liebt uns. Und deshalb dürfen wir uns ausstrecken nach dem, was der Vater für uns hat. An der Leitung und Führung und Weisung des Heiligen Geistes, der in dir lebt und der dich führen will. Hinein in die Werke und die Dinge Gottes, die er für dich hat. Ja? Und ich bete dafür, dass wir als Christen hier in Deutschland in der Position sind, wirklich Licht zu sein, für Licht zu beten, Dinge wirklich im Positiven mitzugestalten. Wir wollen, dass Menschen, Männer und Frauen in Position kommen, in allen gesellschaftlichen Bereichen, die wirklich die Maßstäbe Gottes wertschätzen. Ja, die Grundwerte unseres Landes wertschätzen, die Grundwerte der Demokratie wertschätzen, dass die in Position kommen und dass Leute, die das nicht tun, dass die einfach weggenommen werden. Wir beten dafür, dass Licht kommt und dass einfach ans Licht kommt, was gut ist und was nicht so gut ist. Ja, und wir beten, dass die Hand des Herrn auf unserem Land ist. Wir lieben Deutschland, wir sprechen aus, dass Gott Deutschland nicht vergessen hat, sondern gebrauchen will. Amen. Das ist diese Berufung dienender Leiterschaft. Und ich proklamiere, dass diese dienende Leiterschaft in Deutschland etwas ist, was zu einem echten Segen, einem wirklichen Segen, nicht falsch verstanden, ein richtiger, echter Segen für die ganze Welt werden kann. Amen. Im Namen Jeshua HaMashiach. Ja, Amen. 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 Gott segne euch. Wir sehen uns am nächsten Freitag hoffentlich wieder. Da beten wir für Anliegen. Ja, und wir beten für die Gebetsanliegen nächsten Freitag und lass uns wissen, wenn es ein Anliegen bei dir gibt, und wir wollen da wirklich mit Ernsthaftigkeit, aber hoffnungsvoll beten. Gott mit euch. Jawohl. Seid gesegnet. Seid gesegnet. Bis nächste Woche. Wir verabschieden uns. Ade. Ciao, ciao. Ciao, ciao.